Ja, da sind wir wieder mit ETS 2. Lange ist es her. Ich glaube jetzt 4, 5 Tage. Ich weiß gar nicht. Also ist noch nicht lange her, wo wir es das letzte Mal gespielt haben. Jetzt fahren wir wieder eine Runde ETS. Ja, und wie ihr schon an dem Titel erkennen könnt, Finn hatte Geburtstag gehabt. Das heißt, ich habe ihm versprochen, wir fahren eine Geburtstagstour am Wochenende. Jetzt haben wir das Wochenende erreicht und jetzt fahren wir auch gleich los. So, hi erstmal an Online-Gaming, hi an Gaming von My Life, hi an Tanja. Hi an Benjamin und hi auch an alle, die bei Twitch, Nee, Instagram oder bei Dingsterums das zuschauen. Ich habe das vergessen, das heißt YouNow, glaube ich. hallo. Bei YouNow kommt aber schon die schöne Hallo. Meldung, dass es da Probleme gibt. So, hallo erstmal an alle. Nochmal. So, so live jetzt Hallo. hier vor Leuten. So, hi Hallo. auch an Nick Jay und ja, ich stehe jetzt noch hier irgendwo. Ich bräuchte noch eine Sekunde. Ja, ich bin in Mannheim, aber es ist keine Sau hier. Wir sind an der Werkstatt. Ich bin auch an der Werkstatt. Dann bist du Aber verkehrt im offline. Server, Mickey Kalk, Olli. Nein, ich bin auf dem richtigen Server. Moment. Ich bin auf dem richtigen hier. Hä? Dann, Ich guck mal kurz, wo ich bin. Welches Oh! Mein Mann heißt Westeras. Moment. Channel? Ich komm mal kurz rüber. Oh, wie heißt denn der? Upala, wie heißt denn der Stream heute? Schön. Muss ich mir mal angucken. Wieso, wer heißt er denn? Oha. Fini, hast schon geguckt? Nee, ich guck gerade. Köln, Frankfurt, Mannheim. So. Also ich starte aktuell das Stream, also er fängt an. Okay, sag Bescheid, wann, ja, dass wir uns theoretisch darauf vorbereiten können. Also war gerade schwierig, Eisdeutschung gleichzeitig LKW zu fahren. Ich muss meinen LKW noch umwandeln, meiner ist noch hässlich. Ey, das ist gar nicht wahr. Finn und meiner ist genauso hässlich. Was? Wo bleibt der Livestream auf Instagram? Ja, gute Frage. Normalerweise, es steht noch, wird gestartet. Kommt noch. Aber Jo, jo, Twitch müsste laufen. Twitch funktioniert bei mir nicht. Facebook müsste laufen. Also Facebook läuft auf jeden Fall. Facebook habe ich nicht. Hast du überhaupt was? Boah, ich hab so viel Pink im Ja, Rücken, ein Spiegel. YouTube-Kanal. YouTube-Kanal, Instagram, Twitter, Du hast Twitter? Snapchat. Ja. Wozu braucht man Twitter? Keine Ich Ahnung. habe das bis heute noch nicht Um verstanden. zu vögeln. So, ich starte jetzt mein Livestream mal. Was? Oh. Vögelt hier wen? Okay, wenn ihr noch in Rosa seid, bleib ich auch in Rosa. Ach, Bin aber nicht danke. in Rosa, ich habe einen Blitz auf meinem LKW. Alles. Ach, ein LKW mit Vögeln. Alles verstehe. Was? Ein Möwen? Steigrehen? Wanderfalke? Steinvogel. Was? Was für ein Vogel? Wer hat einen Vogel? Mein Vogel. Oh, da passt Oh, das wird aber er ganz doll kuscheln hier. Das wird aber ganz tolles Kuscheln. Mann, ich hab noch Uiuiui. 100 Oha. Kilometer. Die Spiegel werden ab. Ja. So. Die Radkappen können sich Küsschen geben. So. So, Hermann Acker fragt, ob wir am PC zocken. Habe ich glaube ich sogar schon beantwortet. Ja, machen wir. Das Spiel ist über Steam auffindbar, zum Beispiel. So, machst du Discord in SSO-Unis? Nein, heute kein Discord. Weil sonst kommt nachher noch Mail dazu und dann greifst du, weiß ich wie laut rum. Und hi Daniel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Hallo, wer ist gemoved worden? Oder ging jemand? Hallo. Hi. Hallo. 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 So. Gut, ich habe für alles gesorgt. Ich habe sogar was zum Trinken dabei. Oh. Jetzt kannst du auch noch warten. Eigentlich könnten wir auch nur so durch die Gegend fahren, oder? Ach, du meinst ohne Fracht? Ja, erstmal vielleicht. Du bist der Boss heute, ne? Denk dran, ich hab nicht alle Dings da, ne? Also ich komme nicht Das. überall hin. Wenn du Ich hab auch sagst. nicht alle. Deswegen. Ich hab alle. Ich hab auch nicht alles im Schrank. So, was machen wir jetzt? Finn, sag. Sack. Sag doch einmal Sack zu mir. Ich hab Sarg. Also nicht Sarg. Mit Oh, Tanja ist gekickt worden. Kein Haken unten Mit mir hat man Fußball gespielt. Bist du ja wieder. Marie Shadowane, hallo Marlene. Hab ich dir heute schon gesagt, was du für einen schönen Namen hast? Sehr schöner Name.
Ja. Ja, finde ich auch. Ich auch. Das sag ich ja. So, ich trinke noch einen vorher. Kilometer. Eistee mit Schuss. Olli, rutsch mich aus. Was soll ich machen? Ich würde sagen, ein Schuss ohne Eistee. Ich verstehe nicht, da redet immer jemand. Nochmal? Du sollst nicht ausrutschen. Nein, ich doch nicht. Deiner Schleimspur. Hm. Doch, er ist tief. Seit wann mobbst du? Das kenne ich gar nicht von dir. Ach nö! Ach doch! Jetzt hat mir einer gerammt. So, wie sieht's denn aus? Wir stehen hier noch. Jetzt will ich erstmal einen reporten, dann kommen. Ja, reporten bringt du eh nichts, außer dass du mich überweist. Ramming, Trolling. Oh, Olli, du bist bei plus 10. Ja, danke. Ich bin auch trollig. Oh. Machen wir Freitag um die Zeit vom gestrigen Stream SSO und wenn ja, machen wir dann versteckt. Wir machen auf jeden Fall Freitag ca. 19 Uhr, 19.30 wieder SSO. Und dann wieder bis Open End. May wird auch mit dabei sein. Und ja, mal schauen, ne? So. Finn? Ja. Finn, ja. Wohin? Genau. Ich würde sagen, erstmal so quer durch Deutschland ohne Fracht. Wer damit einverstanden ist. Ja, also. Was, ohne Fracht? Zum Warmwerden meinst du, ja? Genau. Ah, dann lass uns mal eine Route legen, dass wir ungefähr wissen, wo wir hin wollen. Mhm. Dann sag mir, wo die Route hingeht, weil ich steuere gerade Richtung Mannheim. Echt ja, jetzt? Eine nackige Fahrt? So ganz ohne... Okay, du bist der Chef. Immer noch übrigens ungefähr. Boah, sehen die schlimm aus. Ja, dann wohin? Hallo? Welcher LKW sieht schlimm aus? Ja, wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Bin. Nach Membris Mensen Gesäß. Wie wär's denn? Verona? London, nein. Oh nein, nicht die Linksdinger da. Ich bin jetzt voll. Linksdinger. Die Linksdinger. Du musst auch noch bedenken, ja, es haben eventuell nicht alle DLCs. Ja, deswegen sage ich eher in Deutschland bleiben. Richtig. So, für den Anfang zumindest. Also ich würde jetzt nach Kiel fahren, erstmal so. Nach Kiel. Ich muss mich gerade mal bewegen, sonst... Einverstanden ist. Bin ich Steffen? Ja? Kiel wäre cool. Okay. Ich habe ja, Kiel markiert. Ja. Alter, kannst ja auf Y drücken und dann einen Punkt in den Chat schreiben. Ja. Ich hoffe, ich komme irgendwann mal auf dieses Nimmerland hier raus. Machen wir Freitag mit Discord. Ja, Freitag ist Discord. Echt? Okay. Ja, SSO passt ganz gut mit Discord. Ist mir aufgefallen. Weil da kommt nämlich die Zielgruppe, die hauptsächlich solche Spiele spielen, auch wirklich rein. Weil Teamspeak hat nicht jeder. Ist mir aufgefallen. Ihr habt aber alle so spezielle LKWs hier. Ja, pink, ja, ja. Grün und pink. Wobei der grüne und pinke, der sieht ganz gut aus. Der von Game. Meiner? For my life. Oh, geil, danke. Er bildet sich mal sofort was drauf ein, das musst du wieder zurücknehmen. Aha. So. Ihr staunet sich. Fahr mal jetzt mal los. Ja, ich würde mal vorschlagen, wir stehen also die ganze Zeit. Ihr fehlt die halbe Front, ne? Wollte ich immer gesagt haben. Ja. Irgendwas fehlt vorne bei dir. Ich kann dir nicht sagen, was es ist. So, die Pinker. Die Pinker, also alle fahren gleichzeitig. Los, das ist ziemlich haben schlecht. Haben sie das Chassis abgebügelt? Okay. Ich muss sagen, Daniels LKW sieht auch cool aus. Daniel nimmt natürlich gleich wieder die Ausfahrt ein bisschen größer. Wie schnell fahren wir? 150? Ich mache sie gerade größer. Gleichlichtgeschwindigkeit. Oh. Warte, da sind doch noch nicht alle aus der Ausfahrt raus. Erstmal Profil checken, ne? Hey, ihr flüchtet. Hallo! Ihr flüchtet alle! Alle, die vor mir fahren, bitte einmal stehen bleiben. Okay, ich bleibe stehen. Sind noch nicht alle da. Naja, theoretisch kann man sich ja auch auf der Autobahn treffen, dann machen wir jetzt hier diese Stadt zu. Ich möchte Autobahn hochfahren und das hat uns alle hier, alle. Ich vermisse auch eine Autobahn. Ich glaube, Polen hat keine Autobahn. Ach, du bist in Polen? Die Autobahn wird geklaut, ne? Uli, geh aus meinem Kopf, ja? Jetzt bleiben sie alle stehen. Oh, warum stehen wir denn? Weil ein Janka auch steht. Ich war einfach nur Franzi hinterher. So, alle da? Keine Ahnung, ja? Sieht so aus. So, Hackengas. Hackengas. So, gut. Welche Geschwindigkeit soll ich erhalten? 150. Aber Franz, ich glaube, du bist gerade falsch gefahren. Wo wollen wir hier? Kiel. Euer Ping, wie heißt unsere Fracht steht in Kiel.
Freie Fahrt mit Marzipan, Gold. Der Wookie geht auch lang, aber andersrum wird es schneller gehen. Freie Fahrt mit Marzipan. Oh, Gas, ja. Ah. Ah. Ausgetaucht. So, es wird ja jetzt schon lustig hier. Massenkarambolage. So, ich hab die Anschwung gegeben, ich hoffe, das war dir recht. So, hi Steven! Wenden, das schön. Hat jemand Schaden? Mach nicht die Fingerfahrt, Franzi hinterher. Hat jemand Schaden, oder? Ja, ja, haben wir alle. Ausgetappt, ich entschuldige mich dafür. Wir können auch nicht mal Slash Fix nutzen, wa? Stimmt. Nee, jetzt nicht, weil wir ja keine Frage haben. Mensch, Franzi, wie drehst du denn? Hallo, wir haben immer gedreht. Richtig gedreht. Ja. Ich hab das genau gesehen. Also ganz ehrlich, hinter Daniel fühle ich mich gerade sicher. Nee, der war auch nicht schlecht, ne? Ich bin dann aber mal wieder weg. Bis später, Fluffy, okay. Fluffy, Fliffy. Bis dann. Ist die Fluffy schon wieder weg? Jetzt ja. Uiuiuiui. Oh, ich hab ja gar nicht mich... Ach, Franzi so kam von der anderen Seite. Hallo, Tanja. Oh. Wow. WTF. Oh, Franz, Tanja, du hast dich gerade aufgelöst vor mir. Wieso bin ich denn jetzt gekickt worden schon? Ich auch. Ihr müsst Licht anmachen. Hab ich doch. Ich hab Licht an. Dann bin ich jetzt ganz hinten oder was? Dann warten wir auch wieder. Wir halten mal kurz. Wir halten mal hier vorne ist eine Tankstelle. Können wir ja mal kurz da anhalten. Ja. Ich sehe nur Franzi und Olli. Und Daniel. Verdammt, nur alle eins. Diesmal wieder durch den Felsen. Zweimal jetzt. Aua, 16% Schaden. Also fahren wir jetzt auf die Tankstelle. Oh, ich wollte noch tanken, jetzt bin ich vorbeigefahren. Ist hinter mir noch Platz? Ja, aber... Ja, Stillstand. Beenden, ja. Oh Mann. Okay, warte mal, das ist gut. Dann was ist hier los? Ich lass mich bei ihm abschleppen. Wollt ihr wissen, oh, nicht oh ja. Gut, da kann ich rasten. Leute? Was? Könnt ihr mir sagen, wenn ihr da unten losfahrt? Okay, ich hab ne Motor-Fehlfunktion. Ja, machen wir. Wie war das jetzt? F7? F7 und dann kannst du es abdrücken lassen, ja. Oh, es kommt ein Loot! Bin auch wieder da! Alles Gute zu deinem 16. Geburtstag, Finn! Zu deinem 16.? Danke. 16.? Ich bin 17, aber... 17, aber passt schon. Danke, Johannes! Also, nee, warum sag ich danke? Danke für den Loot auf jeden Fall und dann... das... oh, wäre aber cool, wenn ich auch mal wieder 16 wäre. Aha. Warte, ihr habt ja gar Finn, keine Hänger drauf. Ja, ich warte auf mich. Na, wir warten ja an der Tanke, ne? Ich bin auf der Straße. Das finde ich aber nett. Bin ich jetzt eigentlich die Einzige, die geflattert ist? Nee. Oder wer noch? Unke meint, das noch geflattert. Nicht. Da hinten stehen sie alle. Echt nicht? Aber wo mache ich nochmal Licht an? Also das Fernlicht. L. Und Fernlicht auf K. K. Genau. Genau, K. Ey, wer teilt sich gerade vor mich vor? Hä? Achso, ihr fahrt jetzt so auf, ich dachte, es geht los. Nee, die sind alle, die haben sich wieder abschleppen lassen. Ah ja. Eigentlich müsstest du jetzt wenden, Gaming, und hinter mich da. Bitte jetzt, also, wenden. Also immer vorne bitte sein. Wenden Sie. Kriegst du Nörker repariert, Uli? Naja, ja. Bisschen Übung und dann klappt das. Olli, hast du schon Steffen vorgelesen? Sie. Was? Wem vorgelesen? Steffen in Facebook. Alles gut an das Geburtstagskind. Ja. Ja, hat er vorgelesen. Nee, von Steven habe ich nicht vorgelesen. Alles Gute sein. Was? Wer? Wo? Oh. Wem? Hä? Steffen? Was? So, wie sieht's denn noch aus? Muss weg, bye bye, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Finn von Firehouse. Ja, wir hätten es eigentlich schon vor ein paar Tagen machen müssen. Schon wieder langsam weg. So, ich bin jetzt wieder hier. Aber ja. Ich weiß nicht, wo jetzt ein Steffen ist. Ja, Steffen. Ich bin immer noch irgendwo in Polski. Ich glaube, Steffen, hast du eine Route nach Kiel gelegt oder wohin? Polski, Stripski. Ja, ich hab eine Route nach Kiel gelegt. Polski, Polski. Ja, gut, Steffen fährt eh nach Kiel. Das heißt, Anjanka fehlt noch, wa? Ja. Passt am besten. Ich fahr grad viel hinterher. Gut, dann seid ihr ja gleich da. Ja, wenn Finn nicht so Hackengas gibt, weil ich in Kurven und jetzt hier einmal, ja, halt die Hupe fest. Warte. Fahr! Alles wird lustig. Das war echt einmal Rumpf und schon 40.000 Euro an Reparatur. Ich bin gleich pleite. Aua! Sag ich doch. Ja, peinlich wird's, wenn du dann fahrst und nicht bei Rapper bekommst.
Ja, da rollen wir jetzt kurz davor. Na, wir fahren mit Schrittgeschwindigkeit. Oh, ja, ich kann auch 150 fahren. Was hast du da versucht, Tanja? Ja, ich war jetzt ein bisschen irritiert. Ich dachte, wir fahren weiter oder nicht weiter. Oder? Wir fahren ja weiter, bloß ein bisschen langsamer. Ja, ja, auf dem Standstreifen. Wir fahren auf dem Standstreifen. Immer gut. Also, ich bin jetzt bei der Tankstelle. Ja, dann bist du ja fast bei uns. Nee, lass mal die ganze Zeit mit 6 km/h fahren. Das ist doch eine gute Idee. Ey, genau, wir fahren nach Kiel mit 6 km/h. Oh, nee. Der Stream ist voraussichtlich um 20 ja, Uhr morgen früh. Ist das die Challenge? Ja. Okay. Wer schneller fährt als 6 km/h, fliegt raus. Da bin ich schon weg. Verloren. Oh, ich bin rausgeflogen, ich bin bei 7. So, ja, dann hab ich an 2 raus, ich bin 150 vorbei, du Pfung. Oh, die Franzi, die fährt da hinten weg und ich hier. Au, oh, da ist Finn. Gut. Durch die Idioten an, die hier vorbeihalten. Richtig. Die fahren tatsächlich da 80 auf der Autobahn, ja? Geht ja mal gar nicht. Ich warte auf euch hier. Muss ich wieder abschleppen lassen? Nein! Ja! Achtung! Gegenverkehr! Oh! 100? Oder 60, 6 km/h hat Olli gesagt, da schneller fliegt, fährt 6 km/h, oh! Ganz schlecht. Ja, alles von okay, also, Kater schreibt, Firehouse meinte, schreibt, oh, ihr fahrt zu mir, das ist nicht nötig. Ja, nur für ich dich. Ich werde ein bisschen andere Route wählen. Also. Was? No. Och, Mann. Es könnte in einer Katastrophe enden, wenn wir zu Kater fahren. Ich fahre nur 106, das passt doch. Ja, ich fahre 130. Ich fahre jetzt nur 110, Inge. Ja, ich fahre zu nur 116. Mehr als 130 kann ich auch irgendwie nicht. 36? Ich bin manchmal auf 150, zählt das? Ja, 150 geht ja noch. Achtung, 2, nein, Tanja, das gilt nicht. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Nein, das Alter, Ulrich, ein bisschen schnell. Ja, manchmal auch 180 und dabei darf ich bis 160 fahren. Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Ach du Heierbimba! Erstmal Warnblinker an. Das gibt einen Report. Wer war denn das jetzt? Das war Anjanka, Franzi, Finn und noch einer. Uli, wo stehst du da? Also, oi! Uli, du bist auf der falschen Seite. Ja, ach. Ich mach mal einfach die Winter, ne? Ja, ach. Wie hast du das denn geschafft? Aber einen Report machen, Franzi, ja? Wenn wir da 150 fahren, ist auch nicht so cool. Das bringt eh nichts. Das ja, hat bei mir gerade eben auch schon wieder nichts gebracht. Ja, ich könnte schon wieder kotzen. Na, Reports bringen eh nichts, weil du bist verpflichtet, bei einem Report automatisch einen Screenshot oder ein Video hinterher zu schicken. Boah, dann nehme ich halt alles auf. So. Ja, dann. Fahr ich schon mit 5 km/h durch Deutschland, aber. Oh, nee, 5 FPS. Doch nichts ist. Also ich habe ein Video davon. Ich report ihn dann später. Ich fahre jetzt mal auf die rechte Seite erstmal, wa? Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich irgendeine Lücke finde, damit ich wieder in die richtige Richtung fahre. Wer fährt hinter mir? Gaming und noch jemand? Icke. Finn. Also, ich kann. Ach, Tanja ist da. Alle in mich hingerast? Icke. Ja. Was ist das für ein Ausdruck? Icke. Icke. Ja, man sieht es gerade in meinem Livestream, wie er mich gerammt hat. Ach, stimmt, da kannst du. Oh, da kannst du den ja wirklich reporten. Hast du das gesehen eben? Ja. Geil, oder? Mhm. Ich hab mich ja mit Hupe angekündigt und was macht er? Er zieht links in meine Bahn rein. Hast du damit Absicht gemacht? Ja, ich report ihn auch später, also. Aber ihr könnt euch. 100% Absicht. Franz, Report musst du schon vorher und dann das Material im Nachhinein schicken. Ihr könnt aber ja. Auch Freunde. Ja, wenn der Livestream vor, zu Ende ist, report ich. Dann hast du aber dann seine ID nicht mehr, oder? Hä, was hab ich? Ob du die Strecke nach Kiel hast, ja. Wir müssen hier rechts. Ja. Weil seine ID siehst du ja nur, wenn du auf seinen Namen und auf Report gedrückt hast. Bin wir jetzt mal ein bisschen die ID sieht doch im Stream. Nee, das ist der Server, das ist der Servername. Ihr könnt auch. Also die Servernummer. Ja. Oh, Finn. Ihr könnt auch Point-up machen, Olli. Finn, alles okay? Ich soll warten. Olli, was warten? Ich hab gesagt, ein bisschen okay, dann warte ich jetzt auch erstmal. Also, ups! Oh!
Hat's gescheppert? Du hast plötzlich gebremst! Ich hab gesagt, okay, dann warte ich auch erstmal. Ja, ja, ich bin hinter Transom. Gibt's denn hier nirgendwo eine Lücke, dass ich mal rüberkomme? Das ist doch mal scheiße. Olli und Frank, ihr könnt Point-up machen, ihr könnt euer Glück. Leute, wie fahrt ihr denn? Vernünftig! Wir fahren sehr super. Ihr könnt euer YouCube-Account der Cracker-IP anmelden, dann... Ey, die Tanja fährt, wie Gott sie schuf. Dann? Gar nicht. Dann guck, oh, Franzi, was wird denn das? Ach, seid ihr wieder alle da, ja? Ja, weil ich temperamentvoll und schnuckelig. Steffen? Ja? Du wirst doch sehr viel Zeit haben, bis wir in Kiel sind, ja? Ich rechne, in 2 Stunden sind wir da. Ah ja. Das hier ist Elefantenrennen, Junge. Na klar, ich merke. Richtig. Also ich bin hier auch noch im Niemandsland, also. Holzki, Streutzki. Ne, ich auch nicht. Ich hab schon nicht mehr als 130 auch die Haube. Nähere so. Mich der Grenze. Was? Wie heißt das Spiel? Euro Truck Simulator 2 heißt das Spiel. Okay, wer als erstes von 100 auf 0 ist, hat gewonnen. Gewonnen! 2, 1. Du bist schneller als ich. Und ich muss kranken. Franzi, du sollst nicht die Leitplanke knutschen. Auf welchem Buchstaben setze ich nochmal den Blinker? Also ich hab meinen Blinker. Olli? Was? Wenn ich mit Tastatur spiele, auf Q und R. Nee, Q und E, Entschuldigung. Auf U. Ü und Plus. Also neben dem P. Müsste es normalerweise sein. So, ja. Ich guck jetzt mal auf der richtigen Seite und wenn ihr mich seht, sagt Bescheid. Gesundheit! Gesundheit auf Gesundheit! Da vorne ist ein blauer Punkt. Olli? Ja? Nee. Kuscheln? Ich hab Angst beim Kuscheln. Okay. 500 Metern bitte rechts. Wir können nachher kuscheln, ja? Wir müssen jetzt erstmal hier. So, dass wir in die nächste Stadt gelangen, wenn wir uns abschleppen lassen und nicht in der vorherigen. Aber wir mit 130 hier lang, wenn wir jetzt mal aus Mannheim starten müssten, dann ist das cool. Ja. Nein, ich hupe jetzt nicht zurück. Boah, ist so gefährlich. Franzi, du fährst. Ah! Was? Ich lieg auf dem Kopf! Jawoll! Oh! Oh. Gott, LKW müde, LKW aber. Ach, Finn liegt auch. Schönes Ding, du. Müssen wir irgendwo warten? Ja, bitte halt mal alle von mir. Oh, nee, ja? Finn, ich glaube, wir müssen das abschleppen lassen. Okay, jetzt umgekippt anhalten. Oh, verdammt, ich noch eins. Ach, da ist. Sollen wir warten oder nicht? Nee, ach, ja, ihr liegt da beide? Der Finn ja. Liegt rum. Süß, kuschel. Ach, hätte ich das gewusst. Was denn? Dass ihr da beide liegt, hätte ich mich auch noch hingelegt. Dreimal pink. So, ich muss erstmal mein Fahrzeug einmal kurz reparieren. Also in 10 Stunden sind wir dann in Kiel. Ja, wir sind ja schon. Wo haben wir gestartet? Plus minus 20 Stunden. Mannheim. So. Sind jetzt in Kassel. Ja, wir sind schon in Kassel. Ein Stückchen haben wir schon geschafft. Mensch. Ey, ihr seid ja bei mir zu Hause. So. Fahrt geht erneut los. Ich bin froh, dass ich meine Kohle los hab, ey. Wo seid ihr denn? Ja. Yep. Ja, Anjanka, ich seh dich! Achso. Ja gut, Kassel. Ja. Warte mal, wo ist denn Kassel auf? Ist das wieder toll. Wo ist denn Kassel? Wo ist Kassel denn ist... Oh mein Gott! Bahn. Kassel ist gibt es Kassel überhaupt? Ja. Genau wie Kassel. Bielefeld, was ist das denn? Ja. Bielefeld, ist das ein Zustand? Kann man das essen? Kann man das essen? Mama und Papa sind ein Zeugenschutzprogramm. Wir fahren in einen Ort, den niemand kennt. Nach Bielefeld? Das ist ja, das Offenbach. Wie war das da auf, bei mir auf der Arbeit? Und Jungs, wo kommt ihr her? Aus Bielefeld. Woher? In welchem Land liegt das denn? Sind wir jetzt vor euch oder sind wir noch hinter euch? Ja, wir sind alle hinter mir. Achso, okay, ich sehe euch. Ich bin hinter Tanja. Ich bin auf der Straße. Oh Leute, ich sehe langsam. Und ich bin am Fahren. Ich fahr gerade unter den Ort. Was ist, Steffen? Ich sehe langsam Autobahnschilder mit Berlin. Das ist schon mal gut, weil hinter Berlin kommt Kiel. Und ja, ich Deutschland. Und ich habe Motorfunktion. Ich auch. Ich fahr weiter. Wenn ihr euch abschleppen lasst, seid ihr in Kassel, ne? Das wäre.
Nee, ich bin an Kassel schon vorbei, das ist. Oh, ich bin jetzt auch. Oder wir sind alle schon an Kassel vorbei. Ja, das ist. Oh, die Grenze, ich sehe die Grenze. Dann grüß Erik, grüß Erik, wenn du siehst. Ich komme nach Deutschland. Hast du noch alle Reifen dran? Keine Ahnung, aber ich hab so eine leichte Schieflage. Warte, wo bleibst du? Ja, ich bin hier hinter dir. So. Du bist ein bisschen weiter entfernt. Ja, so 200 Meter. Da hinten ist der Tanke. Bis dann der Traktor kam, ja dann war ich passé. Bin ein Pferd, doch heute bin ich ein Star. Gott, haben wir eine Macke. Bist du ein Tanke? Gummibär. Ihr seid hinter uns, ne? Ja. Ja. Finn, ihr seid hinter uns. Ein Gummibärensaft. Echt? Okay, ja. Warte mal, halte ich mal an. Ja, ups. Ich sehe was Pinkes da vorne. Warte, ich halte auch an. Genau neben dir. Alter, Mann, ich habe 120 Sachen. Ah, scheiße, Motor starten. Ich habe 130. Mein Motor startet nicht. Dann was sagst denn? Olli, ich mach dir Platz. Mein Motor startet nicht. Oh. Jetzt. Oh, Gas. Meiner auch nicht. Oh, ah! Oh, no. Hilfe! Ach du Scheiße. Jetzt hätte ich Franzi fast mitgenommen. Ah, ich glaube, wir können gleich nochmal so bis nach Italien runterfahren. Und von der linken Seite Tanja, von der rechten Franzi. Ja, das ist doch schön kuschelig. Hey, ich hab still an der Tankstelle gestanden. Ja, ja. Ich hab's gesehen, ich war einen Zentimeter neben dir. Amadeus, hi Tasche. Hallo, Liebe, gibt es nur unter Trackern. Starberg. Ja, willst du links oder rechts? Ja, ich. Okay. Ich bremse schon mal. Achtung, ich bin pink. Ja. Oh, scheiße, da war ein Mann. Ah, da hinten sehe ich was. Wenn ich vorfahre, ich hab vor mir gegen pink. Weil mein LKW ist erstens knallend grün. Bahn vor. Ja, du bist unser Warndreieck von vorne. Ja. So, Kim Dominik schreibt, LKW ist müde, LKW muss schlafen. Genau, richtig. LKW müde, LKW schlafen machen. Tanja? Ja, ich bin, ich bleib, ich bin. You know what I mean? Assi. Ei. Also wenn wir weiter so machen, sind wir in 5 Minuten da. Ey, das macht voll Spaß jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Leerfahrt Spaß macht. Uli! Alles gut? Ja. Nee. Schau mir in die Augen, Kleines. Olli, wenn du meinst, du bist in der Wiederholung. Oh, Uli! Ja, du musst... Da muss ich mir die Wiederholung bei dir anschauen. Franzi, da lass ich dich gerade so tanken, ja? Ja, cool. Seid ihr immer noch bei der Tanke? Nein. Nein, aber sämtliche Überholarbeit umsonst. Boah! Fini. Das zieht die weg. Sorry. Ich glaube, ich fange Kiel dann auch an zu streamen. Aber mal kuscheln, Tanja. Ich hab doch mein Licht an. Wieso werde ich in 15 Sekunden gekickelt? Ja, drück trotzdem nochmal. Drück mal K. Du musst mit Kickheit mal F4 drücken und gar die Grundeinkommen machen. Ja, du musst einfach zweimal L drücken, fertig. Oh Gott, toll! Ein LKW schafft noch nicht mal mehr wie. Aber das ist eine Baustelle. Oh ja. Hat Gummi gegart, kann ja überhaupt Mokap-B-Funktion? Ja. Dann hier ist das Licht kurz aus, weil der Motor aus ist. Ah, okay. Ja, gut. Dann habe ich es ja wieder angemacht. Komm ich hier überhaupt hoch? Ich glaube, wir warten hier mal auf euch, weil wir sehen euch gar nicht mal auf der Karte. Hier ist halt weit vor uns. Ja, ich halt an. Los, Pinky, du schaffst das. Oh ne, Motorfehlfunktion, oh ne! Hat der jetzt schon einen Namen, Finn? Ja, Pinky. Pinky! Warum ist ein Schwuletti? Wormi! Pinky! Ja, Pinky fährt 150. Oh, da sehe ich zwei grüne Punkte. Ja, meiner fährt nicht mehr schneller wie 70 km/h. Also, ihr werdet alle vor mir ankommen. Das geht nicht. Wo wird denn der Motor aus? Also, gute Funktion, wa?
Ich würde vorschlagen, wenn wir gleich in Kiel sind, reparieren wir uns alle den LKW. Oh, ich hab nur 16%. Oh, ich sehe schon eine Tanja. Hä? Seid ihr mir gerade entgegengekommen? Nein. Weiß nicht, wo du bist. Falscher Film? What the fuck? Vor mir fährst du auf jeden Fall. Ah ja, ja. Was? Ah, Hallo! Ich überventiliere hier gleich. Scheiße. Wo ist mein Aschenbecher? Ah. Oh, Tanja! Bean Holidays, Holidays, hi, Taschen! Hallo! Ich guck, wo ich gerade stehe. Wie wirst du da wieder rauskommen? Gute Frage. Das müsst ihr euch mal. Also, du hast gerade voll geleckt, ne? Geleckt. Wer? Ja. Ja, du! Ich? Ja! Oh! Oh! Der LKW oder meine Stimme? Nein, hinter mir. Beides. Der LKW, blablabla. Ja, das war die Schleimspur, was? Jetzt bin ich ja gerade auf. Beton am Mittelstrafen, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ach, da. Gut. Oh, LKW, Pinky. Pinky wühlt sich durchs Gelände. Oh, ich komme nicht weiter fahren. Ach, Franzi, die fährt aber auch eine. 150. Eine Tour alleine. Bin ich schon Europa, ne? Also vor mir ist eine Joy Tanja. Ja. Kenn ich nicht. Hinter mir ist nur ein Daniel und Kilometer vor mir oder so eine Franzi. Links oder rechts, links oder rechts, links, links. Ja, immer links überholen, ne? Kenn ich auch. Ja. Hallo. Wie viele Kilometer habt ihr noch? Hier ist eine Nachtbaustelle. Du hättest ihn fast gerammt, Tanja. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Voll, ihr seid 18 Kilometer vor mir. Achtung. Leute, vor euch ist Hindernis. Hindernis vor euch, Leute, denkt dran, es hat sich auch was dran hinten. Für jeden Einzelnen. Ein Hindernis vor uns? Ja, hier stehen zwei Leute, drei Personen eben auf die Straße rum. Also sie stehen auf der Straße. Einfach, ja, gerade mal. Halt so gerade eine angekam. Olli, wie kannst Manche du Leute haben gar nicht. Das ist das Event. Ja, das dürfte es. Warte. Was ist Tanja? Was machen die denn da? Leute, die Waffe, das seid ihr, oder? Ich sehe nichts und niemanden, außer Olli. Oha. Oh, Franzi, hallo. Ich stehe mitten auf der Autobahn, krieg den Motor nicht mehr. Abdomasri, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Vielen Dank für dein Abo. Ja. Geht wirklich an. War. Ich bin in Hannover. Ich halt schon komplett Dauer gedrückt hier. Nee, immer wieder drücken. Wir sind schon in Kiel. Was? Was? Wer ist in Kiel? Tanja, wir sind schon da. Hamburg. Was? Wo? Ah, nee. Er zeigt mir schon Kiel auf der Strecke. Kiel. Ich bin fast okay. In Kiel. Oh, ich hab nur noch 80 Kilometer. Ja, schön. Ich hab noch 180 vor mir. Ja, das fährt nicht schneller wie 73 km/h. Du bist vor mir. Drain. Ja? Drück auf die Tube. Warte, ja, ich bin fast hier drin. Ich fahr maximal 130. Mehr sagt Mercedes nein. Müssen wir auch mal das Scania holen. 130 mit dem LKW? In meiner Firma nur bin gefahren. Ich jetzt falsch gefahren? Nein, immer weiter geradeaus fahren. Weil mein altes Profil nicht mehr startet, weil das Spiel da immer abstürzt, muss ich jetzt neu anfangen und deswegen. Ja. Achso. Ich schicke dir meins, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Ich halte jetzt mal kurz rechts an, weil Tanja ist. Ja, ich habe ständig Fehlfunktionen. Aber ich finde den roten LKW recht so niedlich. Ja. Oh, schon wieder ausgegangen. Oh, Level 31. Das schaffst du noch bis nach Kiel. Ja, klar. Das habe ich mir auch vorgenommen, als Ziel. Ich bin vorgestellt, hey, mein Ziel ist nach Kiel. Genau, mein Ziel ist Kiel. Hat ein blöder Mullo. Was ist los? Ich sehe schon wieder einen auf. Volle kann auf meine Fahrbahn gezogen. Rett nach vorne. Oh, Uli. Ah, schön. Warte, Achtung, ja. Achtung. 25 Kilometer. Ich fahr mal rechts rüber. Lenkrad gut festhalten. 3, 2, 1, 0. Miep. So, ja, die Fahrt geht weiter. Schneller, Mann. Nimm mich mit. Oh, 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 Scheiße. Ja. Machst du ganz toll. Boah. Hallo, Kiel. Ja. Mach noch mehr kaputt. Vergesst mir die Kieler Sprotten nicht, ne? Okay, ich lasse den nur. Oh ne, oh ne. Ich hab schon total Schaden. Mach mich mal. Wer von euch ist denn schon in Kiel? Oh, ich hab 98 Schaden. Ich bin Kong in Kiel. Ich noch nicht, ich hab noch 100. Tanja und ich sind auch schon in Kiel, theoretisch. Also ich fahr doch mal gerade an die Werkstatt. Na, die anschieben, Uli.
Ich bin in Kiel. Ach so, ungefähr. Hab ich meinen Namen gehört? Oh. Ui. Hast du? Okay, was hast du? Gaming for my life ist vor mir. Ich bin jetzt auch live. Ah, herzlichen Glückwunsch. Hallo Gaming for my life. Hi. Und das fährt er mir da vorne. Alles immer lieb von dir, Finn. Ja, ne? Ich kann echt nicht schneller. Ich drück das W hier schon durch. Ich bin gleich auf Fußboden angekommen, weißt du? Aber er fährt nicht schneller. Ja, aber ich hab dich an, warte. Oh Mann, ey, ich eier hier rum. Ja, ich fahr dir schön brav hinterher mit 120. Was? Wo geht's lang? Halt, stopp! Rechts! Rechts? Ja. Okay. Hallo! Also zeigt er mir zumindest. Ja, fahr mal vor, ich fahr jetzt dir nach. Bei mir hat das Navi jetzt aufgehört. Soll ich auch meinen LKW pink machen? Oh nein, das ist aber immer die pinke Bande, ey. Guck mal, was ich machen kann. Lackierung hier. Ich bin froh, wenn wir dann einen Anhänger machen. Ich sehe das Stadion. Ja, da bin ich auch. Da freue ich mich auch drauf. Ich sehe das beim Motor wieder nicht anspinnt, Mann. Ich glaube, dann kannst du dir selber machen. Also selber gestalten. Ja, welche Farbe ich hier machen werde? Den kannst du kann nicht selber machen. Warte mal, ich kann man soll ihn selber machen können. Anschwung zu geben. Das jeder kann das sich selbst machen. Ja, toll, ne? Ja, danke, Olli. Wenigstens du hast es gehört. Weiß ich nicht. Hä? Ach, geht wieder. Oh. Geht wieder, okay. Stehen sie wieder alle hier. Was? Oh hier nee, ich hab mein Licht wieder aus. Was ist das denn? So, jetzt geht der rote LKW wieder. Ach, wie hier alle schon seit einer Stunde rumstehen, ja? Ja, und nee, Finn ich hab meinen LKW noch gepimpt. Ich krieg ihn nicht mehr an. So, jetzt. Ah nein, schon wieder aus der Motor. Vor der Werkstatt. Bei mir stand gerade, dass Franzi ETS gestartet hat. Ja, ausgeturnt kurz. Also ich schieb dich mal eben an. Ja, ich flieg gleich vom Server. Oh, Olli, komm mit deinem schicken Scania. Schön pink hier. Ich bin geflogen. Muss ich komplett beenden? 56.742 Kick noch. Kick. Uli, ich glaube, du brauchst den Reichmod, genau wie ich. Ja, oh. Hä, warum? Ach so. Nein! Ich hab nur noch 200.000, das geht schon. Was? Wie viel Geld hast du noch? 13.000? Dann sollten wir gleich am besten mit Fracht fahren. Mhm. Ja. Aber am besten mit Frachtmarkt, damit wir schneller als 150 fahren können. Irgendeins von beiden funktioniert bei mir nicht. Also, zwei von diesen drei Pfeilen funktionieren bei mir. Ich kenne Aufkräger. Werk auf Krack. Wo wollt ihr denn hinfahren? Nach Schweden? Wollt ihr in Deutschland bleiben? Polen? So sehen wir gleich. Nach Schweden komme ich gar nicht. Ich komme nach Italien nicht. Oh. Hat jemand Polen? Yes. Wer hätte das mal geklaut? Frankreich? Also, Going East müsste eigentlich jeder haben, oder? Nee. Ja. Gut, ich hab's mir für 2,50 € gekauft im Sale. Nikita Sanama, hi, Taschen! So, das kann man auch mal nebenbei machen. Also, nach Going East habe ich schon mal überhaupt nicht. Bei der Frankreich. Italien, Frankreich, Italien. Michaela, danke für dein Like. Wir gucken aber jetzt im Frachtmarkt, ne? In extern. Slowakei. Also theoretisch müssten wir extern gucken, weil nur da haben wir die gleichen Frachten. Eben. Ja, ich habe auch, also extern habe ich, ja, intern habe ich nur was nach Italien. Ich hab also brauche ich, muss ich eh extern fahren. Ich habe Italien, Frankreich. Ja, wo wollt ihr denn hinfahren? England. Frankreich, England. England ist nicht. Ich hab was nach Lublin. Und Lublin. Dublin. Polen. Dublin. Wo man jetzt für Polen ADT? Going East, glaube ich. Ja. Ich hab jetzt nach Brüssel. Aber also Going East ist ja mittlerweile generell Standard, ne? Ich glaube, Kendra hat gar kein DLC, also keine Erweiterung. Uli müsste eigentlich, wenn sie sich jetzt ganz normal das Eurofrack zum Laden geholt hat, ist meistens mittlerweile Going East automatisch mit drin. Nein, das habe ich auch.
Olli, wo bleibst du? Alter, ja, ich Olli, wo lebst du? Ich lass mich ab, ich muss reparieren lassen, das bringt nichts. Achso, weil ich warte jetzt auf Automat. Olli. Ja. Also ich hab jetzt eine Tour von Kiel nach Hamburg gefunden. Das lohnt sich ja richtig. Olli, oh, ja. Holt ihr doch als nächstes ein GHW. Achso, so weit wollte ich heute eigentlich nicht mehr. Euer von Kiel bin ich nach Brüssel. Oh, ich hätte auch perfekt nach was Duisburg. Also, ich würde gerne was Langes fahren. Was Langes? Ja, lange Sachen kannst du in Schweden fahren. Ja, nein. Da hast du bestimmt den längsten. Ja, wir kennen nach Polen 804 Kilometer. Ja, da komme ich gerade her, wollte mich fahren. Ist das denn gelungen? Steffen war froh, dass er endlich wieder zurück ist. So, SSS Unis hat es wieder da. Nein, und hat eine Hypnose gemacht. Okay. Du hast eine Hypnose gemacht? Ich stehe nämlich übrigens neben Franzi. Und hi an Ronny. Und neben Daniel. Hey, wir können nach Mannheim fahren. Das habe ich auch. Gerste. Ja, ja. Genau. Wie wäre das von Kiel nach Lappe, also in Polen? Warte, ich komme zur Werkstatt. Kiel nach, was? Kiel nach was? Lablen. Könnt ihr nicht einfach warten, bis ich da bin? Dublin. Ja, ich bin besser, würde ich sagen. Uli, vergiss deinen GHW nicht. Ja, ich bretter hier mit 80 durch den Tunnel. Was ist denn das? Ich hab da Tomaten. Tomate? Ja, das sind Tomaten. Ui, ein Euro-Goodie. Was wollen die in Mannheim mit Tomaten? Die können doch eh nichts damit anfangen. So, kannst du werfen. Erst werfen, dann klauen. Achso. Hier los, hin mal weiter. Ich schreib mal was im Chat, dass ich hier nicht rausfliege. Ich hab Hüttenkäse nach Polen. Wir sollten uns nur beeilen, sonst werden wir gleich alle gekickt. Mit oder ohne Hütte? Ohne. Ich hab schon alle einen Punkt. Geht am schnellen Punkt. Schönen Gruß an den Drehstuhl. Ich steig mal kurz aus hier. Das war meine Balkon. Ach so, okay. Was ist mit deiner Balkonientür los? Quietscht seit kurzem. Ich weiß auch nicht warum. Will sich bemerkbar machen. Ania, Uppsala. Ich hab was nach Uppsala. Uppsala. Was hat der Typ vor uns, was nach Poos bild? Oh, ich hab gefrorene Oktopusse nach. Die nehme ich. Nein, nein, Andi, für dich haben wir Schokolade. Ja, die nehme ich auch. Nach Polen. Wie der Stadtgründer Schokolade nach Polen, das ist doch ein Widerspruch an sich selbst. Wie der Stadtgründer von Uppsala wohl auf den Namen kam. Ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Ja, mir egal. Erstmal auf Uli warten. Mir ist fast egal. Bitte nicht nach GB. Oh doch. Nein. Oh, nee. Nein. Nö, nee. Das ist immer so irritierend. Nein. Das Spiel, ja. Da bin ich immer Geisterfahrer. Nein, dann fahr ich nicht mit. Könnt ihr gerne machen, aber ohne mich. Mimimi. Achtung, ein Geisterfahrer. Ich begrenze und dann... Einer? Wunderbar. Nicht wundern, ich mach nebenbei schon ein paar Fotos von uns, ne? Okay. Ich muss Finn ja entscheiden, wohin es geht, ne? Genau, Finn entscheidet. Ja. Okay, Finn, dann entscheide mal, dass es irgendwo hingeht, aber nicht nach Großbritannien. Ah, okay, Großbritannien. Finn, 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 Finn. London, Finn, was hat ihr von London? Sonst esse ich das restliche Nutella auf. Jetzt überlege ich genau, ne? Ganz genau. Ja, nun bleib doch mal ruhig hier. Jetzt mit Pole. Ja, genau. So. Ja, oder auch optische Täuschung. Moin, ihr ist Gurkengeneral, da wo du bist. Du denn? Achso. Ah, ich hab's der Autobahn geklaut. Aha. Auf welchen Server bist du, wenn ich fragen darf? Genau, Server 3 in Kiel stehen wir, da ist er drum. So. Tatsächlich Tomaten nach Lublin. Was sagt dann eigentlich Facebook? Ist ja ein Löwe. Facebook ist ein löwiger Löwe. Ja, ne, dachte ich mir schon fast. Kannst du bei Facebook mal. Hast du den Dashboard von Facebook auf? Nein. Okay, dann mache ich das mal nebenbei. Ja, der Michael Tomaten nach Lublin. Weil die Facebook-Zuschauer müssen auch mal andere Möglichkeiten hier anbieten. Also auf Insta funktioniert der Stream nicht, Olli. Da ja, auch nicht war mir fast klar. Irgendwie. Würdest du, wir können nur 90 fahren mit extern. Ja,
scheiß drauf, dann fahren wir 90. Ah, ja. Oh, ja, in einem Konvoi ist ja eigentlich eh nur 90. Duffy! Kommt an, was das für ein Konvoi ist. Gelangt, oder was? So, gibt's. Naja, gut, von mir ist nur 90. Duffy ist ausgetimt. Was? Wo ist er denn hin? Weiß ich nicht. Eine rauchen. Also. Kino, Klassik-Truhe, gleiche voll Sub-City. Daniel. Steffi. Danja. Klarsichtfolie. So. Was ist das denn jetzt hier? Lava Matti. Kommt den doch jetzt an. Eine Schleife. Ach ja, die Schleife ist gleich wieder weg. Ich bin kurz aus dem Spiel rausgejoint, um hier kurz im Dashboard zu arbeiten. Dann bin ich ja beruhigt. Oh, ich darf nicht geflogen sein. Oh, ich geh mal wieder meinen Punkt schreiben. Yep. Hab ich auch gerade gemacht. Ich mach mal ein paar mehr Punkte. Warte. Oh. Ich will die Punkte in Flensburg bekommen. So. Aha. Der Strich ist wieder weg. Leonie, hi, Tachchen. So, jetzt muss ich mal kurz. Hier könnte ihre Werbung stehen manchmal weg. Ich hab mich eben schon gefragt, was das ist. Hier könnte ihre W steht da nur bei uns. Also ja, uns. Weil es viel zu lang ist. Da steht ja eigentlich, hier könnte ihre Werbung stehen. Ist auch nicht schlecht. Ui. Da fliegt ein LKW. Ich teste mal kurz die Sterne-Funktion, ja? Hallo. Mein Handy ist aufgegangen, einfach so. Es hat kein iPhone, ne? Hat einfach nur irgendwie gesagt, irgendwas mit 0%. Ja, ich bin jetzt auch in Kiel eingetrudelt, endlich mal. Werkstatt. Aber wo seid ihr hier? Werkstatt. Was kann ich jetzt gerade aus? So, ich habe mal die Sterne-Funktion getestet bei Facebook, mal gucken, ob sie funktioniert. Weil die ist ja neu bei uns. Oh, es kam ein Signal. Ach, da bist du ja. Ich seh dich. Werkstatt. Habt ihr euch jetzt auf meine Fahrt schon geeinigt, oder? Nein, wir haben noch auf dich gewartet. Oh mein die Gott. Steffen, du glaubst gar nicht, wo die hinwollen. Steffen, du weißt gar nicht, wo die hinwollen. Nicht? Die wollen noch Paderborn über Bielefeld. Nach Bielefeld? Gibt's ja, dafür über Paderborn. Klar, wir machen die. Ah, das ist aber. Oh, guck mal, wie sie hier stehen. Das liegt bestimmt in Polen, das wurde mal geklaut. So! Mama mia! Und wo geht's hin? Weiß ich nicht. Looping Tomate. Ja. Tomaten? Was? Hä? Leute, helft mir. Also extern, ja? Extern? Ja. Das heißt? Externe Aufträge. 90. Auftragsangebot oder was? 18 Kilo genau. Tomaten. Und dann externe. 18 Kilo? Hast du mittlerweile extern? 18.000. Dann fahr ich euch einfach nur hinterher, weil ich jede Tomate einzeln, wa? So, ja, nicht jeder durcheinander. Ich fahr nur 5 Tomaten auf meinem Beifahrersitz. Auf welcher Seite habt ihr das bei Preis absteigend? Dritte Seite. Dreckige Eike. Tanja, du kannst öppe in das Suchfeld Tomate eingeben. Bei Suche Tomate? Ja. Okay. Ich geb auch mal Tomate ein. Tomaten. Ah, nach Lublin, wa? Lublin. Ja, ich hab auch Tomaten gefunden. Geht bestimmt wieder irgendwo hin, wo ich nicht hinkomme. Aber ich finde doch, wir brauchen Eier, oder? Brauchen wir nicht Eier? Wer braucht Eier? Nein, wir. Nein, das war Olli Kahn, der braucht Eier. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Guten Abend zusammen, guten Abend, Totti Hege. Schön, dass du reinschaust. So, also. Let's go. Let's go. Mhm. Also Tomaten annehmen jetzt, ja? Würde ich sagen. Ja. Okay. Und angenommen. Oh, leckt das bei mir gerade. Ah, ich wollte, jetzt bin ich statt. Ach, egal. So. Hey, wo fahrt ihr denn jetzt lang? Okay, die war voll komisch, man sollte das Gefühl haben zu fliegen. Es war der total Reinfall, okay? Jetzt warte, du fährst mir die ganze Zeit hinterher. Okay, ich glaube, ich fahr Uli mit Uli leer mit. Boah. Hier. Boah. Klassikfolie, darf ich fragen, ob ihr noch Fahrer sucht? Bist du im Ja, ich glaube, das sind 4, wa? Eins. Er fährt noch im Bürgersteig.
Ah, oh, hier ist erstmal rauskommen. Oh, Leerlauf rausmachen. Uli fährt auf dem Bürgersteig, ich glaub es nicht. Oh, ich hab den verfahren. Ich fahr auf dem Bürgersteig, ist sicherer. Subsidio wurde gekickt. Was? Ich wurde gekickt? Ja, also... zu lange inaktiv. Wer? Oh nö. Fährt er jetzt mal hier raus oder fährt er jetzt nicht raus? Ja, wir können nicht rausfahren, wenn da jemand im Weg steht. Ja, deswegen. Geht doch. Oh! Ja, warte. Gut schon. Warte. So. Nicht reinfahren. Oh. Tristan steht mir jetzt im Weg? Aha. Mann, das ist doch scheiße, dass man so schnell gekickt wird hier von dem Kack. Ja, also ich fahr, ich fahr solo mit, ne? Reih mich mal hinten ein. Da hinten seid ihr schon alle voll. Lull. Ja, warte mal, ich fahr mal auf die Hauptstraße, weil das ist. Franz, ja, ich muss in dir rein, ja, nicht wundern. Ja. Besser. Was? Du machst irgendwie. Naja. Ja. Angst, oh, und ich bleib stehen. Wir laden jetzt Tomaten ja, und liefern Ketchup auf. Richtig, das wird eh Ketchup am Ende. Rotengeneral, so. Ronny schreibt, ich komme nach Kiel, großer. Ja, kannst du gerne tun, wenn du möchtest. So, Online Gaming, hi. So. Ich hab mal Warnblinker reingemacht. Wie geht der an? Mit F. F für Warnblinker. Oder auch genau. Formaten. Ich stell grad fest, ich fahre die ganze Zeit ohne Speed V, wa? Aber ich lasse auch Speed V aus, ich wünsche mir Bock auf Speed V. Alle komplett? Mensch, Franzi! Ja? Nein, ich bin Laserin. Noch im Einlocken. Ja, wir warten. Ach, da ist der Gurkengeneral! Ja, der hat mir angehupt. Weil ich zu spät. Ja, nee, ich bin eigentlich rechtzeitig stehen geblieben, aber es sah so aus, als würde ich über Rot fahren. Wie steht ein Gurken, was? Gurkengeneral. Gurkengeneral, der. Nächste Verwechslung mit Kübelberg, ja? Oh Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Kam jetzt eigentlich was da raus? Sind es nur Senfgurken, Gewürzgurken? Zu dem Kübelberg. Nee, haben sie aufgegeben. Nicht aufgefunden, haben die Suche aufgegeben und. Also eingestellt, ja. Jetzt werden die Stimmen laut von wegen, der hat sich ja gar nicht umgebracht und bla und. Das war ja bloß wieder so ein Gag, so ein PR-Gag. Ah, oh, wenn es wirklich einer ist, ne, dann hat es sehr gut funktioniert. 90 oder? Wir müssen doch auf Steffen warten, ne? Oh. Ja. Ich würde mich einfach hier gleich auf die Autobahn. Ja, aber ich würde sagen, hinter der Auffahrt hier, weil sonst blockieren wir hier die Zu- und Abfahrt und Zu- und Abfahrt. Auffahrt. Finn und ich, weil Finn fuhr eben noch neben mir. Ich fahre neben dir. An Sie, willst du auch rechts ranfahren? Also von rechts. Oh, ich habe mir den Hänger jetzt aufgeladen. Okay. Das wird nichts. Gut, wir stehen auf der Autobahn und warten auf dich. Nun, wunderbar. Gut, komme. Wer schubst mich da? Aha! Ja, besser bremsen, ne? Hey, China-Mäuschen, da bist du ja. Hm? Wegspatz. Du lässt den. Oh ja, Franzi, du stehst super vor der Ausfahrt. Jetzt hätte ich beinahe den Gurkenlaster gerammt. Aber wir können auch mal so ein Foto machen, hier wo wir so in einer Reihe stehen, oder? Ah, oh, danke fürs Kuscheln. Ah, da müsst ihr aber warten. Ich hab ihn gespürt. Fotomodus. Simi, hi, falls ich dich noch nicht begrüßt habe mit einem Hi. Fabian, du machst, du machst ja Geld damit, so gesehen so. Naja, ich mach theoretisch Geld, so gesehen so. Ja, aber ich mach's. Das ist so gesehen gar nicht so unrecht. Richtig, ich mach's zwar nicht viel Geld, aber ein bisschen Geld kommt rein. Ob ich weiter hier bekomme schon. Ja, wir mussten komplett auf der Autobahn. Wir sind 70 Leute Konvoi, ja? 70 Leute. Ey, das wird es geil. Ja, dann fahren wir ihn hinten rein, hinten ran. Ey, markier dich auch mal im nächsten Instagram. Ey, das Bild sieht richtig geil aus hier gerade. Ja, leider habe ich Franzi nicht drauf bekommen. Ja, auf den Screenshots, die wir gerade gemacht haben. Da musst du raus, musst du rausgehen aus deinem Fahrzeug. Ja, habe ich doch. Mit der Konsole. Im Screenshot-Modus da. Achso, ich hab's. Ich bin mit der Konsole. Mit der Konsole hast du eine Flycam und kannst durch die Gegend fliegen. Echt? Deswegen sag ich ja, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen.
Wie macht man das denn? Ich stehe dran aber. Musst du in der du musst die Config-Datei von Truckers MP ändern. Ja, das habe ich. Ja, nee, dafür bin ich zu blöd. Ist eigentlich recht leicht, das würde er tatsächlich so hinbekommen. Ich fahr echt das, wenn Olli es okay gibt. Aber wieso ich? Finn muss okay geben. Oh! Oh. Ja? Warum okay, muss ich okay geben? Abo da lassen ja, wir alle. Online Gaming, danke für deine Spende von 1 Euro. Wenn alle da sind, dann können wir los. Ach, mein Herz. Danke dafür, Online Gaming und Online Gaming. Ich hab's schon so oft gesagt. Ja, gib dein Geld für was anderes aus. Und nicht für so einen komischen YouTube-Kanal, ja? Mit Sicherheitsabstand? Sicherheitsabstand klappt ihr eh wieder nicht. Ja, können wir gerne machen. Sicherheitsabstand? Was? Kann man das essen? Wird nur im Windschatten gefahren. So spart man Sprit. Genau. 85? 85? Scheiße. Ich muss erstmal auf das Tempo kommen. Ja, okay, 85. Steffen, du bist jetzt auch da, ja? Tempo macht mal mit C. Ja, ich bin hinter Tanja. Was? Ne, mit C. Also das würde ich mit, da würde ich jetzt das Fürchten kriegen, Tanja. Oha. Genau, ich dürfte da nicht mal beschleunigen, das ist, geht Tempomat wieder raus. Bin ich jetzt zwischen Olli und Nee, nur Olli, nur beim Bremsen geht der Tempomat raus, beim Beschleunigen nicht. Alter, warum baut die alle so ab? Dann stoppt er wieder bei der Geschwindigkeit noch. Hast recht. Keine Ahnung. Ah, ich krieg Angst. Darum. Was? Hä? Fuck. Eine LKW-Fahrt ist lustig, eine LKW-Fahrt ist schön. Denn da kann man blaue und pinke und komische andere LKWs sehen und so. Sei ja, Uli und ich. Daniel, bleib da, wo du bist. Ja. Ich bete gerade. Vorsicht! Auf der anderen Seite ist auch jemand. Okay. Ach so, das war nur Finn. Wo darf ich mich gerade zwischenquetschen? Hier. Such dir ein. Vorsicht! Uli, Vorsicht! Hier sind halt. Gesundheit! Danke, und das ist wieder gut. Ja. Wie ungünstig. Siehst du überhaupt noch was? Mach mal Scheinwischer an, aber bringt dich vieles von innen, ne? Aber von innen. Komm, Finn. Ja, ich, ne? Bring mal mehr Raten mehr. Wie viele Meter haben wir es noch bis zum Ziel? Wo ist ein Piratenmeer? 850.000 Meter. Ich hab grad Piraten. Du musst pipi. Ist doch weit. Sind wir schon da? Ich hab schon jetzt. Tanja, du dürftest keine LKW-Fahrerin werden. Sind wir jetzt da? Ich bin auf der Landstrecke weitergefahren. Fracht kommt 10 Stunden später. Grund ist, mehrmals Aufenthalt auf der Tankstellentoilette. Sind wir jetzt da? Wir haben Steuer, Ungeheuer. Ah, da zieht der Finn vorbei. Das kann ich mir so richtig vorstellen, ne? Wenn irgendwas passiert ist, ja, irgendwie fast ein Crash, ja, erstmal bei der nächsten Tanke anhalten, wenn man einen Durchfall bekommen hat. Was? Ich kaufe mir den gleichen Easy in SSO, den du auch hast. SSO, du kannst ja auch selbst einen aussuchen, ja? Jetzt? Weil ich glaube auch, du bist eine Person, du würdest dir auch von May die ganzen Sachen kaufen. Der Mercedes hinter mir, kann er bisschen mehr Abstand haben? Ja, kann er. Warum? Weil der knutscht mich fast von hinten. Ach stimmt, wir sind ja gar nicht auf dem Kuschelserver, ne? Da war ja was. Nee, das sieht nur so aus, also ich hab da schon noch genug gemacht. Dumme Frage hab ich, sind wir jetzt überhaupt bei 85? Ich glaube, wir fahren 90, oder? Ja. Keine Ahnung. Jetzt hab ich 85. Ich hab ja auch meine 100 Meter Abstand zu Franzi. Ja, ich hab glaube ich um einiges mehr Abstand. Ja, Olli, so 500 Meter ist gut. Wah, also, Daniel! Ist über 100 Meter hinter mir. Oh, mein Gasfuß tut schon weh. Ey, mein Gasfuß? Wir sind gerade mal eine Stunde unterwegs. Ja, von der Stunde sind wir gerade mal eine halbe Stunde gefahren. Eine halbe Stunde unterwegs und tut der Gasfuß schon weh. Und das ist ja wieder toll. Und stell dir vor, die Bremse ist auch noch dran. Was denkst du, wenn der Bremsfuß erst klemmt? Finn, ich hab vorhin was von Nutella-Glas gehört. Stell doch ein Nutella-Glas aufs Gas. Genau hier.
Finn hat ja heute Morgen schon mit mir geschimpft beim Frühstück. Ach, wie jetzt? Ach, ich noch nicht. Da schummelt der hier mit dem Ding. Weißt du, ich geb. Wow. Ja. Naja, tschüss. Bezüglich Nutella. Schöne Grüße. Hallo. 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 Ich kurve mir hier ein auf der Tastatur zurecht. Und ich hab Lenkrad. Ein Kofi Annan. Ich steh am Lenkrad. So, hab ich überhaupt meinen Funk an? Oh, mein Funk ist auf 9. Ich mach den noch immer so gerne auf 19. Oh, ich hab den ausgemacht. Der geht mir auf die Nerven. Ich hab den In meinem Radio kommt gerade das beste Lied der Welt. Es rappelt im Karton. Es rappelt in der Kiste. Mexiko. Ich muss es anders sehen. Es rappelt im LKW. Es rappelt im LKW. Ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer, die haben uns gerade für zu Zuhörer sind ja auch im Radius empfangen. Was sagen wir dazu? Ihr habt recht. Ich weiß gar nicht. Weil Uli gerade sagt, Zuhörer sind ja auch im Radius empfangen. Weiß ich nicht, aber gibt da Leute, die hören vielleicht einfach nur zugucken gar nicht hin? Das liegt daran, dass sie mal Radiomoderatorin war. Ja, ich auch. Ja. Also Moderatorin nicht. Ja, Uli? Ja? Recht so ist hoch. Es also. Oh, Franzi, was machst du denn hier vorne? Uli, wo warst du denn Radiomoderatorin? Oh. Music Radio und Mike's Radio. Okay, sag mal beides nix. Radio Kniescheibe. Ich war bei Antenne Selo. Das ist solche Stadt in der Nähe von Brandenburg. War über UKW zu erreichen und ganz normal über Radio.de und was ich was hatte. Blitzke? Ja, wir waren reines Internet. Achso, nee, wir nicht. Und dann gab's noch Planet for DJs. Da habe ich damals es geschafft, das war wirklich hauptsächlich Internetradio, aber auch Radio.de und so weiter, ne? Und den Radiosender habe ich einmal damals gesprengt. Versehentlich. Okay. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich mit meinen Sendungen bei euch? Ja, damals noch in NRW. Ja, ja. Oh, da wollte deine Schwester wollte noch unbedingt mitmachen und da haben sie mir die Sensezeit geklaut. Ja, tschüss. Ach ja, Tanja, was ich dir sagen wollte, ich habe von deiner Tochter heute einen Korb bekommen. Lalulala. Und? Der Pinky ist ja, ich habe angefragt, wie es aussieht mit einem Date und so weiter, ne? Ja. Wow. Und dann kam von ihr, nee, sorry, ich habe so viel zu tun, die nächste Zeit, ich habe keine Zeit dafür. Oh, okay. Da vorne fährt jemand. Ach ja, da war ja was. Sie hat heute Nacht um 1 noch geschrieben, Hi, und heute Morgen hat sie mal gefragt, was ich überhaupt wollte. Weil das Hi kam wahrscheinlich im Halbschlaf oder so. Oh. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, Uli. Ja, die ist gerade in der Ausbildung, die hat wirklich viel um den Backen. Das ist kein Grund. Ausbildung doch. Kann man auch wiederholen. Genau. Weiß ja, was es sonst noch für Gründe gibt. Ja. So. So. Oh, ich bin überhaupt so. Domme, Ricky, Ricitelli, Ricitelli oder irgendwie so. Oder Dom Ricitelli hat Oliver Flamm markiert. Was? Der Uli. Ich blende mal Tanja. Ich blende mal Daniel. Daniel, kommt's an? Ich dachte, ja, seit wann bist du ein Blender? Bin ich schon dran gewöhnt. Ein Blender, ey. Was machst du denn da? Der Gurkengeneral hat mich überholt. Ich werde für den Feuerball. Uli, da kann ich dich jetzt ausnahmsweise mal nicht. Ich will ja nichts sagen. Ja, die Gurke überholt die Tomaten. Das geht immer gar nicht. Uli, haben wir denn eigentlich auch einen Tomatengeneral bei uns? Uli, ja, der fährt vorne, West vorne. Ah, Gurkengeneral sperrt ab. Uli, oh. Wunderbar. Ja, hab ich gerade. Okay, super, sehr gut. Dass keiner von uns falsch fährt. Ja, der hat ja vorhin sogar gesagt, er würde gerne als Letzten sein, wenn's recht das ist. Das Letzte, aber bitte keine. Gurkengeneral, du kannst auch gerne ins TS kommen, ja, wenn du uns hörst. Einfach Klarsichtfolie suchen, dann findest du uns. Vielleicht mal rechts ranfahren und reinschreiben in den Chat. Wir haben auch Gurkensalat. Ne, er wird's ja hören, er wird's ja auf jeden Fall hören, weil er ist ja. Alle, voll ist fein. Das ist okay. Für uns, ne? Ja, das hier auch, ne?
Ja, ja. So, da kam eine Funkdurchsage, irgendwas auf Englisch, ich habe kein Wort verstanden. Oh, wird ihr so langsam, warum seid ihr so langsam? Weil ich sonst Olli wieder in den Pöppis. Hello again! oder so. Aha. Hello, Nigga. Was, hat er gerade Hello, Nigga gesagt? Ey! Habt ihr auch den Funk an? Nee. Ich, ja. Ich sag Hello again und von dem kam Hello, Nigga. Oder er hat eine komische Aussprache, aber ich hab das verstanden. Okay. So. Jetzt muss ich hier mitten auf dem Berg abbremsen, jetzt kommt die Kiste hier auf den Knick mehr. Mann, ich bin eine Frau, ich bremse immer bergauf, ja? Sagen wir, dann würde ich gehasst werden. So, dann fahrt mal ein bisschen langsamer, ich hab jetzt den Anschluss verloren. Vorsicht, Gurke! ich glaub, die Gurke ist härter als die Tomaten, wa? Ja, wir liefern Ketchup aus. Ja, kommt drauf an, was das für eine Gurke ist. Salzburg. Guten Abend. Ich kenne gerade. Guten Abend. Backup wirklich für ein Gemisch von Tomaten und Gurken. Ja, eine Gemüsegurke. Wir müssen aber noch eins machen. Irgendwas wieder vergessen. Franzi direkt wieder. Hi. Wir müssen mal kurz rechts ranfahren, dann können wir uns dann wieder versammeln. Und den Gurkenkönig und die Königin wählen, die müssen wir noch heute. Warten, okay. Den General haben wir ja schon. General haben wir schon. Franzi, hast du die Möglichkeit, hast du YouTube offen? Aber wahrscheinlich ja. Nicht mein Chat, oder? Wieso? Ich glaube, Gurke hat gerade was gesagt. Ich wollte mal nur Bescheid sagen, ja. Ich glaube, Gurke hat gesprochen. Ja, Gurke ist aber richtig leise. Und wenn ihr dann noch dazu redet, verstehe ich kein Wort. Habt ihr den Funk an? Nein. Das ist eine dann hört ihr ja nicht, was Gurke gerade sagt. Ich bin auf 9, Olli. Ja, ich bin auf 19. Ich hab mal angehalten für euch. Ja, dann können wir uns mal alle versammeln. Wir trainen, du fragst am Ende. Oi, oi, oi! Was für Rasen, das waren 85. Außerdem stehe ich doch hier vorne. Ja, Finn. Also, ich hab YouTube-Chat offen und ich sehe da nichts drin. Ja, ich hab da auch nichts gesehen. Daniel, ich denke, du hast einen neuen. Ja, hab ich gerade gemacht. Danke, aber kam nicht zurück. Also, fast. Auf 19. Auf 19 ist, ja, genau, Goku ist auf 19. Ich bin auch auf 19. So, ich halte ihn hier mal an, wa? Wer steht hier? Sein. Gott, wer steht hier? Man darf ihn erfolgreich anmachen. Franz, ich stehe hinter dir, ne? Oh, Olli, wir sind hier jetzt Achtung, genau. Steffen, falls du Nummer 19 ist aktiv. Okay. So, ich schaue mal kurz aus dem Spiel raus und schreibe mal kurz Ausrufezeichen TS einmal rein. So, ja, wie haben wir denn jetzt noch offen? Ich hoffe, der reagiert. Ja. Achtung, Finn. Gurke? Klarsichtfolie.join.jetzt funktioniert nicht mehr. Übrigens. Hallo? Ist ein General? Fragezeichen? Ui! 1700 Punkte. Das auf die Quest auch nicht. Ich muss den Link unten ändern. Klarsichtfolie.join.jetzt, glaube ich. Doch, gibt's auch noch. Mensch, ja. Olli! Leider Olli! Was denn? Mann, Gurkengeneral hat was gesagt. Ja, er hat gesagt, er kommt jetzt ins DS. Dreckiger Hurensohn. Wer sagt denn sowas? Olli! Olli, ich bitte dich mehr Kontinenz, ja? Ist noch nicht 22 Uhr. Was hab ich denn gesagt? Was ist das denn bitte für ein kleines, ich sag ja Hurensohn. Ich hab nur gesagt, Gurke kommt. Eventuell. Den hol ich mir jetzt den Rucksack. Ja. Rucksack auf Räder. Wem denn? Rucksack auf Räder. Mein Gott. Wer hat den Mist gebaut? Federico! Miraculi, Fergie! Kannst du mich nicht lieber mal hier runterschubsen? Achso, ja, sorry, Entschuldigung. Ja, warte, ich versuche das mal. Also von mir aus können wir so langsam wieder losrollen. Ja, wir kommen ja mit, wenn jemand ins CS kommt. Aber ich kann nicht mal eben so runter... Oh, ich falls falsch... Und auch für die Leute in Facebook, ja, wenn ihr auch mitspielen wollt, ihr könnt gerne mit drauf joinen und mitfahren. Gurke, kommst du. Weil wir haben ja bei euch noch... Achso, ich komme... Bums. Nee, Mäuschen. Nee, das hat sie, glaube ich, nicht besser gemacht. Achso, Ronny will, wenn er erscheint, da will ich kommen. Komm, lass mal abschleppen zur Werkstatt. Hm. Genau, wenn muss der Gurkengeneral erscheinen.
Wenn, was, der Gurkengeneral erscheint? Wo ja, wenn, der, wenn die Gurke kommt, das wäre ja jetzt auch nicht also so makaber. Die Gurke muss nicht Ronny steht oben. Einfach nur Klarsichtfolie als Server-IP eingeben. Nur Klarsichtfolie eingeben, dann findest du uns. Ronny, wäre das so makaber wie die Beerdigung? Die Gurke nach oben? Na übel. Ich hab sie da mäßig vor mir. Ich hab die Andi gezeigt heute. Deine Gurke? Was ist erste Runde. Ja, was war denn das? Zweite Runde? Ach du Scheiße. Ja, so ging's dir aber auch. Und was sagt er? Oh, wer steht denn da? Der Daniel steht da. Wo bist du? Transom steht da. Ja, und wir stehen sie hier ein paar? Daniel steht. Ich weiß nicht, warum die hier alle kriegen. Muss weg, bye bye. Bye bye, es ist das Junior. Ja. Wenn ich es richtig ausspreche. Ich glaube, ich spreche es jedes Mal falsch aus. Kannst du nicht auf der Autobahn bremsen, oder? Hey Leute, ihr habt Spaß und ich nicht. Wo gibt's denn sowas? Ja, also ich... Ja, scheiße! Jetzt wo du sagst, mein Tank ist ja... Okay, ist noch viertel voll. Aber wir können ruhig mal an eine Tanke ranfahren. Ich hab doch gesagt, ich bremse bergauf. Wo hast du denn den Führerschein im Lotto gewonnen? Franzi, kannst du die Gurke ziehen? Oder kann irgendjemand anderes die Gurke ziehen? Anja, bist du noch da? Doch mal die siehst du die Gurke bitte? Nein, ich schon wieder. Ja, einen Moment. Oh, ich bin da mal weg. Also, da ist. Okay. Ja. Bleib mal bitte. Ich glaube, die Gurke ging wieder. Mein LKW war müde. Warum wir nur schon? Die Gurke hat den Hals voll. LKW müde, LKW schlafen? Ja. Hallo Hund. Oh Mann, ey, hab ich die Diener irgendwie. Ging Gurke gerade wieder? Hanger, ich bin hinter dir. Nein, ich wegen Steffen. Wenn du so auf der Straße so langsam einen Berg hochfährst und von hinten kommt ein. Ich glaube, wir haben heute wieder den Tag, wo wir fast damit rechnen müssen, dass wir die Slots irgendwann mal erweitern müssen im TS, oder? Hallo Gurke. Ah, die Gurke ist ziemlich leise, ich muss mal kurz gleich die Gurke müssen aufmachen. Das ist Gurkchen. Also wir sind 14:25, Olli. Nehmen wir an der Gurke, Olli. Was sind wir? Was ist mit 14:25. Der Gurke? 14:25. Was? Dann haben wir ja noch 6 Plätze. Das Gürkchen da? Hallo, hallo. Ja, guten Tag. Ah, die Gewürzgurke. Hallöchen. Was? Hast du gerade geantwortet oder was? Ja, na klar, hat schon einen schönen guten Tag gewünscht und überhaupt. Guten Tag ist schön, guten Abend. Hab ich gesagt. Ja, genau. Ah, jetzt bist du laut. Jetzt höre ich dich. Die erste sprechende Gurke, die richtig angenehm ist. Herzlichen Dank. Ja, Andi, du stehst doch so auf Gurkenwasser. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Gaming. Der Witz ist, wir haben alle Tomaten geladen. Ja. Und demnach war natürlich das Gelächter eben. Alles gut. Ich habe euch alles mitgehört, ne? Das ist schön, das ist schön. Also in dem Sinne, das ist okay. Ja. Auch schon wieder verpasst. Oh, verdammt, ich doch eins. Ich hab ja gesagt, das wird etwas chaotisch. Etwas? Etwas? Ja. Etwas? Oh, also, okay, Finn und ich sind schon irgendwo anders, wa Finn? Sabsitte bekommt gerade so die Kurve, wa? Hey, ich stehe. Ja, ich bin ja auch nicht vor ihm. Ja, bitteschön, dafür hab ich jetzt den Motorschaden. Dafür hab ich jetzt 100% Schaden. Sag mal, was machst du mit deiner Kache? Ich war jetzt auch gerade mit 87 km/h in der Kurve. Ja, das sind die Tomaten. Die sind schwer. Oh, das kann ja, genau. Ich soll die Tomaten auch nicht in den Tank packen, Mann. Olli, ich bleib hinter dir. Geht's wieder Finn? Ja, Sub-City verfolgen ist ganz schön riskant. Ich hatte eben 93. Okay. Wie fährst du? Ich hatte vorhin 93. Oh ja, die habe ich jetzt auch. Oh, auf der rechten Seite spielen welche LS19? Nein! Mann, und ich guck da rechts. Du Nudel. Ja, ich hab da hinten eben einen Mähdrescher gesehen. Scheiße. Mitten in der Nacht. Oh, muss ich wieder F7 Enter machen, ja. Okay, und F7 Enter. Schon wieder? Ja, schon wieder. Ja, das sind mal die Leute, die nicht fahren können. Vorsicht, eine Gurke kommt.
Ja, Kuli ist fertig. Vorsicht, Gurke. Ja, Vorsicht, Gurke, genau. Der Gürkchen, ey. Gurke, du warst lange nicht mehr hier, ne? Ja, viel zu tun mit der Arbeit. Ja, und der zweite Punkt ist wahrscheinlich, dass ich total selten die letzte Zeit ETS gespielt habe. Ey, Gurke hat mich überholt. Olli? Ja? Braucht einer aus deiner Spedition dringend Geld? Ich habe nur einen in der Spedition, das ist, Bergusch und ich. Okay. Und wir haben da schon mehrere hundert Millionen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich damit hin soll. Ich dachte, wir sind meine Kontonummer. Olli, ich dachte, wir sind eigentlich alle eine Spedition, weil wir hier alle unter deinem Namen fahren. Ja, dann brauchst du aber auch eine die Speditions-App, App sag ich schon, Dings. Speed V, genau. Ja, das, ich möchte das ja haben, aber irgendwie kam da noch nichts. Dann mach was dieses Wochenende, Tanja. Kann ja einfach nur www.spekpop.de eingeben. Gunlog, bin mit Beam und dann funktioniert das. Na gut, das habe ich mir jetzt nicht so schnell aufgeschrieben. Wir haben ja dafür die Hände fehlen, aber. Tanja, wir machen es. Wir können. Kann ja, ich klicke nachher mal. Schreib dich nachher mal privat an. Okay. Alles klar. Oder Apple? Muss ich ja Armor machen, weil ich habe letztens ja irgendwie gefunden. Wollen wir das Geld aus der Tasche ziehen? Maut für uns. Das ist eine Möchtegern-Maut. Da war nix. Da war nix. Ah, nee, da vorne kommt die richtige Maut. Die kommt erst. Ja. Drops schreibt: Guten Abend, schöner Stream. Freundlich grüßen Drops. Torx 14. Achso, heißt du in-game? Ja, schöne Grüße zurück. Wer hat wen überholt? Franzi! Das weiß ich nicht. Wie viele Kilometer habt ihr? Wir haben noch 467. Oh. Okay, wir sind hinter denen. Gas geben. 516. 577. Ich bin gegen diese Schranke jetzt gefahren. Daniel, einen schönen Abend euch. Ja, dir auch, Daniel. Achtung, Finn, ich setz mich vor dich. So. Seid ihr auf der 12? Und das nächste Mal nehmen wir die Kurve ein bisschen besser. Die letzten zwei? Ja. Olli, kann ich noch einen Queen 300 Eingang pro Gange kacken war? Welcher Tag? Ach, der Daniel, stimmt, richtig. Als Schlange her, ne? Ja. Muss Anfang des Jahres gewesen, oder war es sogar noch letztes Jahr? Mega Ball, Geekook, ja. Und drauf. Feuer! Ja, Feuer. Du sagst hier was von Feuer und ich hänge hier mit 90 Würst und. Nein, ich meinte mich selber. Achso. Damit wir daher schießen können. So. Oh, noch eine Ausfahrt, ich werde verrückt. Was ist eigentlich heute los? Wir haben nur 65 Zuschauer, ja? Ich bin bei ETS eigentlich 200 bis 300 gewöhnt. Also, wenn ihr Lust und Laune habt, ja, ihr dürft gerne den Stream bei Facebook nochmal teilen. Wenn ihr ein Like da lasst oder einen Stern, würde ich mich auch freuen. Muss auch nur ein Stern sein. Müssen keine 100 sein. Einen Stern! Oh. Der deinen Namen trägt. Hoher Wimmel. Hoher Wimmel. Wer steht denn hier? Ein Stern, der deinen Namen trägt. Der Anderson, der war doch schon mal ein paar Mal zu lesen. Ach, wie auch immer. Ich mach mal ein bisschen Blinkerparty. Da sind wir dabei. Steffen? Ja? Bist du die Woche mit Auto gefahren irgendwie? Nein, ich hab mein Auto die Woche stehen lassen. Sehr froh. Ich bin die ganze Woche mit Auto gefahren. Montag war alles super, ne? Mhm. Dienstag bis Freitag, wenn du um 17.10 Uhr ankommst in Oranienburg, ne? Und dann mit dem Parkplatz fahren möchtest. Ich bin teilweise erst um 17.40 Uhr zu Hause gewesen und mein Rekord war am Donnerstag, dass ich um 18 Uhr erst zu Hause war. Ich bin 45 Minuten vom Bahnhof bis nach Hause gefahren. Ja. Na ja, klar, weil wir jetzt hinten die Landbrücke zu haben, ja. Müssen jetzt alle da. Richtig, ja. Montag muss sie noch offen gewesen sein, weil Montag war noch nichts. Erst ab Dienstag. Also bei ETS ist das. Und bei Minecraft ist es. Ich hab noch ein und zwar, warte, ich kann's zeigen. Oh, Merk schreibt, Max oder was wie du dich nennen möchtest. Wo seid wir? Wo sind wir denn? Richtung. Kurz vor Potsdam.
Gegenverkehr, jetzt macht den einen auf Geisterfahrer. Ich bekomme gar nicht mit, was ihr da hinten macht. Dann schmeißen wir mit Tomaten. Achtung. Yeah. Sebastian, schreib ja moin alles zusammen. Ja, hi. Sebastian. Moin. Oh. Moin. Ich hätte das mit dem Teilen nicht sagen sollen, wir haben jetzt noch 57 Zuschauer. Was, wer will Kinder kriegen? Oli, du verkraut's. Ja, ich sag das Wort Teilen nicht mehr. Das geht nach hinten los. Na, Finn, wo bleibst du? Welches Wort? Ich komme. Teilen. Ah, scheiße! Du hast mich jetzt nicht. Ja, Omaut, genau. Aber also, ich bin gegen die Maut reinzufahren. Nee, drunter her. Meine Wade juckt. Solange sie nur juckt und keinen Krampf bekommst, ist alles gut. Oh, Krampf jetzt wäre mies. In der Nase. Krampf. Okay. Wade. So, ich komme Nase verstanden. Ey, das wäre böse, oder? Geht das überhaupt technisch? Kann man in der Nase einen Krampf bekommen? Ja, das tut sehr, sehr weh. Ja, weil es alleine auch in der Kopfnähe ist, ne? Da ist ja eh alles Knochen. Aber das ist der Vorteil, dass es da auch kaum einen Krampf gibt, oder? Das wird alles überbewertet. Kreativ, Alex. Hi, Tag schön. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Doch. Oh. Genau. Nein, was doch. Ah. Echt mal. Nein. Doch. Doch. Oh. Ach ja. Ach nee. Ach doch. Tschüss. Läuft. Läuft wieder. Der fährt wieder nebenher. Wohin? Dahin, okay. Finn, was macht eigentlich dein Führerschein? Das willst du jetzt nicht wissen, wie ich gerade fahre. Das war gekontert. Also mein Fahrlehrer. Das war eine ehrliche Antwort. Mein Fahrlehrer darf jetzt nicht sehen, wie ich hier fahre. Sollte er nicht. Aber du wirst es nicht glauben. Meine Fahrlehrerin, ne? Sie wollte den Link wissen von ETS und so weiter, wenn ich mal streame. Ich weiß nicht, ob sie das schon mal angeschaut hat, ja. Aber ich glaube, wenn sie das sehen würde, würde sie mir am liebsten den Führerschein wieder wegnehmen. Tito? Ja, da kann ich aber bezeugen, dass Olli ganz ordentlich Auto fährt. Ja, finde ich auch. Olli, du drängelst total hinter mir, ja? Ich drängel nicht. Du fährst total auf. Nein, ich passe auf, dass keiner zwischenfällt, nicht dazwischen quält. Ja. Oder der leise Chantal. Und wir dachten schon, wo wir losgefahren sind, dass wir euch auf der Autobahn verloren haben. Ich wollte schon rechts ranfahren, auf die Standstreibe gucken, wo ihr seid. Maut. Yes! Bremsen! Oh, warum bremst mein LKW nicht? Also ein 12. Gang anfahren ist nicht so schön, ne? Nee, nicht wirklich. 12. Gang? Nee, anfahren im 12. Doppel-H-Schaltung macht keinen Sinn. Oh, wie viele Maut kommen denn noch? Oh, ich hab einen Aufliegerschaden. Wir haben gerade die zweite durch. Küppig für Polen, da kommt ordentlich Krieg Maut. Wie viele Kilometer habt ihr noch? 346. Dann haben wir schon was eingeholt, aber... Wahnsinn! Du warst nicht drauf! Was war das denn? Upsi! Hä? Moin, Sven, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ja, und so. Ah, wir haben über 70 Zuschauer. Ja, Sven wieder mehr. Schaffen wir die 100? Bei 74 sind wir. 75. Ja, ich weiß. Scheiße, ich habe hier was gesagt, ne? Aber wir sind. Jetzt sind wir bei 74. 73, 72. Warte mal, Uli, wie machen wir so? Wie viele Kilometer hast du noch? Nein, es geht wieder hoch. 300. Ja, wir sind bei 80. 368? Ja. Ich auch, und ich bin in der Werkstatt. Du hast Teilen gesagt, jetzt sind wir bei 66. Ey, dein Ernst? Du hast es zuerst gesagt. Ja, du hast es zuerst gesagt. Gleich 4 Kilometer wie ich, das ist komisch. Ich hab mal gar keine Zuschauer. Ja, ich warte bei der Dings. Vielleicht sollte man mal teilen. Ja, ich bin auf der Autobahn. Ja, ich ist auch jeden Moment. Auf der Schicksal herauszufordern. Ja, vielleicht kommen sie bei dir, wenn sie bei mir gehen. Du ja gleich irgendwo hier auf die Autobahn rauskommen. Ja, aber ich bin bei dir auf 6 Netzwerken gleichzeitig. Ist das doof, wenn ich bei mir selbst, wenn ich mir selbst ein Like auf mein Video gebe?
Aber warum teile ich selbst nicht? Ich kann doch auf meinen Klarsichtfolien-Account selbst auf meiner Chronik mal teilen, oder? So, hier haben wir es. Klarsichtfolien ist live. Pass auf, gleich fährt er gegen die Wand. Nee, ich bin multi. Ich hab schon wieder eine Mautstelle vor mir. Okay. Ja, warte mal, ich guck mal eben. So, ich hab mal geteilt. Ah, da bist du. Ja, warte mal, ich weiß, wo die Mautstelle ist. Ich komm da jetzt hingefahren zum Maut. Oh Gott, wo ist noch ein Fall? Wollen wir nicht mal alle irgendwie kurz wieder irgendwo stehen bleiben, dass wir wieder zusammenschließen? Ja, können wir machen, oder? Wir halten mal an. Lass uns mal jetzt ranfahren, alle. Ich bin gerade ganz alleine unterwegs, ne? Aber keine, Franzi. Franzi? Was? Anhalten heißt doch nicht unbedingt Gefahrenbremsung machen. Ich guck auf dem Handy, weißt du, weil ich gerade meinen Stream nochmal teile, ja, bei mir selbst auf dem Profil und dann stehst du auf einmal vor mir. Was kann ich dir für das vor mir umfahren? Fahrt, weiterfahren. Komm. Wir sind doch nicht Kinder mehr? Wenn ich gerade aufgehen würde, würde ich kommen, so. Also, ich muss abbremsen, halt! Uli und Finn fehlen noch. Ja, wir fehlen schon die ganze Zeit, aber schön, dass euch dann sind vor uns. Ach, die sind vor uns? Ja, die sind weit, weit vor uns. Ach so. Ich bin vorhin mit 150 abgedüst. Ich hab gerade Klarsichtfolie gesehen. Ja, das ist hinten. Nein, also. Bei der Geschwindigkeit also bei sieht man die ja auch nicht. So, wo müsst ihr hin? Wo müssen wir hin? Lublin, oder? Ja, auf jeden Fall ja. Polen. Ja. Polski, Schnolzki. Und wir liefern Tomaten. Mit Hilfe einer Gurke. Ah? Richtig. So. Also, wir bringen gerade den Salat weg. Wie geht das, wenn man das weiterleiten will? Wie heißt das? Das Weiterleiten, du müsstest links, wenn du auf dem Handy bist, hast du links unten neben dem Feld, wo du Nachrichten schreibst, den Teilen-Button. Und wenn du darauf drückst, dann kannst du es auf irgendeiner Seite teilen, du kannst es auf deinem Profil teilen, du kannst es gar nicht teilen. Am besten du teilst es gar nicht. Richtig, was? Ja, weil wenn ich es nämlich jetzt teile, dann sitze ich beim Chef hinten, zwischen den Tomaten. Kann das sein, dass die Spinne uns nicht vorlassen will? Also ich fahr jetzt hier beim Park, das ist mir Wumpe. Wow! Vorsicht, Steffi, wow. Ich muss bremsen! Wow! Oh Gott, ich folge dich irgendwie! Ich folge dich! Kommt hinter mir gerade einfach eine Gurke? Wow! Geht Wumps! Nein! Oh, meine Mutter hat Scheiße! Fehlfunktion? Meine Mutter hat Scheiße! Meine Mutter hat Scheiße! Ah, da. Okay, ich habe 100% Schaden, aber ich fahre jetzt noch 134 km/h. Der rollt aus. Wenn du 300 Sachen fährst, rollt er aus. Nee, ich fahre jetzt 138. Okay. Bleib schön da, Finn. Ja, ich. Ja, wir teilen uns die Autos. Uns kommt Heiko entgegen. Ja. Ja, ihr fahr du noch rüber, genau. Oh, kennen wir Heiko? Keine Ahnung. 3.4.1971 geboren. Das war eine Fingerlänge. Oh, Entschuldigung. Gute okay, Fahrt, jetzt, falls du uns verstehst. Jetzt bin ich tot. Ja, ich lass mal hier. Gut, der versteht uns nicht. Ah, oh, Scania hey. Und die Motoren. Vielleicht tut der Polnisch. Warte, ich fahr jetzt noch. Das kann natürlich auch sein. Du bist gekickt worden. Das heißt doch Möp. Ja, ich hab dich gar nicht angehabt. Möpski. Ah, hier ist wieder Alice Siebsen auf der rechten Seite. Was? Möps? Was? Möpse? Oder LS19, wie man sehen möchte. Guck mal, Heike kommt uns gehen. Und Handgranaten. Das ist doch Deutsch, Handgranate. Handgranatski! Hallo, auf der anderen Seite. Okay, ich geh da mal kurz hin raus, das muss spielen. Ja, ich stehe am Stand. Oh, es kommt ein Loot. Ja, ich beeil mich. Ich komm schon wieder in eine Maut. Und ein Loot mit NBA 2019. Kauft euch das Spiel auf jeden Fall nicht, weil wenn ihr es euch kaufen würdet, dann würde ich dafür noch eventuell noch ein paar Cent bekommen. Was, 22 Uhr erst? War noch so früh. Ja, jetzt können die... Ne, egal. Oh, mal GTA streamen. Ja, eine Maut. Maut? Franzi, wollen wir heute noch GTA streamen? Dann, wenn, ja, eventuell über Discord wegen, Lalle. Ey! Jo, dann machen wir nochmal einen Discord-Stream heute Nacht. So, du meintest dein LKW, ja. Okay. Ja, ich meine meinen, ja.
Meiner wollte nicht bremsen gerade, der hat gesagt so, nein. Da ist was Pinkes, da ist was Pinkes, ist das Finn? Aber erstmal gucken, wie lange das hier geht. Das ist Olli. Oh, hallo. Auch in Acht nehmen. Oh, okay, so, zack, wieder reinordnen. Oh, Junge Harry. Wie ist es? Stimmt, Olli ist auch pink und hat so Blubberbläschen an den Seiten. Ja. Genau. Warte, ich bin jetzt auch gleich. Ah, ey, Sebastian ist so ein. Ich weiß nicht, was ich dafür sagen soll. Er hat doch gefragt, wie geht das nochmal mit das Weiterleiten und so weiter, ne? Gaming. Und dann habe ich ja halt gesagt, ja, man muss es teilen, ne? Und dann, du hast es wieder gesagt. Achtung, Viola. Warum fahrt ihr rechts ab? Ich muss rechts abbiegen. Ja, ich muss geradeaus weiter. Ich auch. Ja, ich weiß, Gaming ist vorgefahren, aber ich muss rechts abbiegen. Tut mir leid. Dann hast du deine Fracht woanders hin, oder? Ja, ich habe noch 260 Kilometer. Ja gut, dann fahre ich mal weiter. Fahr auch mal einfach weiter. Ich auch. Ich muss auch geradeaus, laut Map muss ich geradeaus. Wie weit bist du? Oh, Daniel überholt uns. 242 Kilometer. Wie, bist du mir früher gefahren? Weiß ich nicht, bist du hinter mir? Ich hab gesagt, ich war da am Standstreifen auf dich. Ja, ich bin ja bei der Werkstatt gewesen. Ach so. Aber ich bin jetzt noch 238 Kilometer. Ich warte mal. Finny, wie viel Schaden hat dein Auflieger? Welcher Auflieger? Deine Fracht. Welche Fracht? Ja, das vergessen. Ja, das vergessen. Der hat keine Tomaten mitgenommen. Nee, das waren sonst viele. War schon Ketchup? Sonst hätte ich die ganze Tomatensuppe auf Autobahn verteilt. Ist ja, dann war es also schon Ketchup. Okay, dann fährst du jetzt also auch nackig. War Tomatensaft. Das war kein Ketchup. Aber ich muss aber sagen, wir kommen sehr gut durch, ne? Also ich habe hier gerade mal 3% Schaden. Ich habe noch gar keinen. Wie viel ich habe auch noch gar keinen Kran. Ich hab jetzt noch 241. Ich hab manchmal Motoraussetzer. Kommst du hinter mir? Nee, ich. Ja. Obwohl ich schon ein paar Mal aufgefahren bin. Also, ich hab vorhin Auflegerschaden bekommen, wo ich aus der Mautstation wieder rausgefahren bin. Ich muss mich da irgendwo aufgehangen haben. Oh, das ist doof. Oh, nicht schon wieder eine Maut. Oh, du hast es geschrieben. Doch, kann ja, der geht immer gut weiter. Schon wieder schon wieder eine Maut. Ich hasse das. Schlafplatz, meine Mutter hasst das. Bin. Ja. Ah, da stehe ich davon. Hallo. Wie, der steht da vorne, wo steht der? Der auf dem Panzerfahrt. Hallo. Ich stehe da, wo ich immer stehe, und zwar auf dem Pfandstreifen, das ist mein Zuhause. Auf dem Pfandstreifen? Ja. Auf dem Schmandstreifen? Oh, Andi schaut uns zu, steht hier. Wie viele Kilometer hast du noch? Wer schaut dir zu? Ein Andi. Ja, hab ich. Hans Steiner schreibt, guten Abend, was für ein Level bist du? Oh, gute Frage, Hans. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, musst du dir mal nachgucken. Ich glaube, du bist irgendwas mit 50, Olli. 54 oder so weiter. Ich habe einmal meinen Spielstand versehentlich zurückgesetzt zu einem anderen Stand von schon etwas länger her und so. Und deswegen kann es sein, dass ich wieder vom Level wieder um einiges niedriger bin. Bin ich irgendwie auf 68 hochgekommen, die Tage, Olli? Ich muss ja mal nachgucken, ich weiß es gerade nicht. Also ich habe jetzt noch 238 Kilometer. Ja, da habe ich mich jetzt irgendwo überholt. So. Okay, da gebe ich jetzt Gas. Wie geht das? Also kann ja gegen Google bremst, neige voll rauf. Dann gebe ich jetzt Gas. Ey, da haben wir es ja bald geschafft, war 138 Kilometer noch. Warst du weit noch? Wie viel hast du denn, Uli? 198. Achso, dann bin ich. Okay. Okay, dann ja. Seid ihr also noch hinter uns. Das habe ich gehört. Ich lass ausrollen, damit du. Ah, da kommt schon wieder eine Mautstelle. Ja, das ist die, wo wir gerade durchgefahren sind. Achso. Ne, vor uns kommt schon wieder ein Olli. Ach nö. Nein. Doch. Ich will aber nicht. Nö, das ist gemein. Wie bist du? Ja, dann fahr doch einfach durch. Genau. Mach ich jetzt auch so. Was bist du jetzt so? Ja, bist du angepisst, Mann. Ja, gekündigt. Was bist du jetzt so? Gekündigt, Mautfan ging ja oben in Skandinavien. Man kann mich 150 Gacken durchfahren kann. Also, ich habe jetzt 197 Kilometer. Ja. So, ich wollte mal eben Franzi. Ich roll grad in die Mautstelle rein. Tschüss, okay. Bist du mal die Landstraße gefahren? Vielleicht mal etwas früher bremsen, Tanja. Ja. Hula, 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 hula. Ja.
Du solltest mal drüber nachdenken, den Bremsweg etwas länger zu gestalten. 10 Meter. Ah, da kommt eine Frage. Sebastian fragt, welchen Server seid ihr? Wie gern kriege ich denn hier gegen Mordschlange weg, eure? Wir sind Server 3. Und Blinker, machst du mit Ü oder mit Stern aus? 160. Ach, wie, 160? Hä? Na, Landstraße fahr ich. Wo fährst du Landstraße? Wo fährst du Autobahn? Warte, ich mach mal die Map auf. Mach mal eben die Map. Oh, ich hab da vorne Transom gesehen, der ist auch noch da. Warte mal, bist du auf der S8? Also Autobahn? Auf der S8? Oder 1? Wird mir hier, wo wird denn das angezeigt? So, nur M drücken. Oh, hallo, Finny. Ich drück doch nicht hier bei 150 km/h. Ach so, ja. Ich kann ja von hier aus schlecht sehen, dass du schießt oder fährst. Ne? Ich kenn das, Uli, ich kenn das und ich fühle mit dir. Wir brettern einfach mit 80 durch die Stadt durch. Na gut, dann bin ich ganz woanders. Also, ihr wart schon bei der Maus. Bei mir hat heute jemand erklärt, dass Straßenbahn in der Stadt 80 fahren. Von daher sind wir da. Also ich fahr gerade 80. Wo war denn hier eine Maut? Na, auf die Landstraße kommt kein. Ich habe ganz normal, dass wir 80 gefahren sind, da wir innerhalb geklappt waren. Da werden wir automatisch runtergebremst. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Entschuldigung! Was war denn? Ich hab ein Kurve nicht gekriegt. Ach so. Also ich würde sagen, ich fahr jetzt einfach weiter und dann treffen wir uns gleich am Ziel. Ja, wir sind ja gleich da, genau. Richtig. Ist das A2 oder was ich hier fahre? Keine Ahnung. Ja, wir sind, glaube ich, gerade in Warschau. Ja. Das war schon. Warschauer. Warschowski. Warschowski. Warschowski? Wer hat denn gleich in der Box so noch so zu fahren? Na, eine fahren wir noch, oder? Auf jeden Fall, am besten nochmal 2000 Kilometer. Jetzt habe ich doch 3% Aufliegerschaden. Minu. Ja. 2000 Kilometer gehen doch noch, ne? Ja, aber leer. Also leer ja, aber voll? Naja. Alles gut. Wir können ja eine Challenge auf der Straße fahren, einfach die Straße folgen. Von Bergen bis nach Katan, ja. Ich fühle mich so alleine. Ich bin hinter dir. So, 130.000 Meter noch. Scheiße. Ich bin auch noch hinter euch, so ein bisschen weiter weg, so, aber ich bin hinter euch. Okay. Ich glaube, wir halten einfach mal hier gleich irgendwo an. Danke. Kanski Polanski. Polanski Polanski. So, ich bin zumindest in Warschau. Ah. Ich halte jetzt mal hier einfach mal rechts an. Ihr seid in Warschau? Ich bin in Warschau. Okay, dann komm ich jetzt hin. Ist hier ein bisschen doof, hier ist solche Leitplanke. Hinter der Leitplanke. Oh Gott, was sind das jetzt hier für eine Kurvenkacke? Ach du Kacke. Ja, ich fahr aber weiter nach diesem Lulu-Dings da, ne? Ja, da fahren wir ja alle hin. Lulu? Nach Lulu. Ja, ich bin auf jeden Fall durch Warschau gelotst. Ja, da sahen wir auch gerade. Deswegen halten wir einfach an. Bin ich noch richtig? Ja. Also, das sind Bremsspuren, das waren bestimmt meine. Ich bin in Lotz. In Lotz. Bin ich in Lotz. Ach, siehst du, dann können wir auch da hinfahren. 247 Kilometer. 44. Also ich weiß nur, dass ich auf einer Straße bin. Ja, wir warten auf den Parkplatz. Ich kann einfach hinter Olle und hinter mir. Und irgendwelche Serpentinen fahre hier. Also ich warte auf der Autobahn. Wir warten. Wir stehen uns hier hin, Olli. Hier war doch Parkplatz eben gerade, ne? Ach ja. Ja, irgendwo 200 Meter noch. Ja, da fahren wir hin. Die 200 Meter schaffen wir jetzt noch. Ranski, Ranski. Da haben wir da genug Platz, weißt du? Das ist sogar ein großer Platz, Junge. Oh ja, das ist doch schön, da passen wir alle hin. Schön die Autos zustellen, dass hier keiner mehr ausparken kann. Sind die auf dem Parkplatz? Ja, es gibt einen richtig großen Parkplatz hier auf der Landstraße. Oha. Landstraße? Da seid ihr drauf? Ja, der ist richtig groß, da kommt sogar ihr rauf.
das nächste Mal machen. Ja, Tanja bleibt jetzt aber hinter Gurke stehen, weil ich stehe jetzt schon bei, bei der Ausfahrt. Oder Olli? Was? Wie wann? Kann man doch gut das Bild machen, oder? Ja, hier könnte man theoretisch ein gutes Bild machen, ja. Warte mal, ich habe mal eine Frage. Ist euer Parkplatz vor an der Tankstelle? Achso. Ne, eine Tankstelle ist hier nicht. Also ich wüsste es wissen. Ja, ja. Wir sind jetzt gerade zwischen Warschau und Lublin. Eiko, der Parkplatz kommt hinter einer Tankstelle, aber ein bisschen weiter. Ja. Also ich stehe jetzt hinter Lotz. Tanja, was ist mit dir? Möchtest du vielleicht noch einparken? Mhm. Was ist mit mir? Ob du einparken möchtest. Ich habe einen Auflieger, wie soll ich denn das jetzt machen? Du lenkst einmal komplett so, links rum, fährst sozusagen ein Stückchen zurück oder du machst das so. Hallo, vergesse ich die Warnblink, kannst du... Ja, ihr müsst Geduld haben mit mir. Es ist... Genau, jetzt am besten einmal komplett links rumlenken, dass du schöne große Außenprobe fahren kannst, genau. Lalalala. Wie war das bei Police Academy damals? Die schwarze? Farbige? Die kleine? Ja, die fand ich klasse, die alte. Oh, war die gut. Mit der Quietschstimme? Ja! Die war im Silber während der Fahrt. Hab ich gesagt. So, ich switch mal kurz raus. No. Achtung, oder ich schieße ab! Ah, May ist da! Hi, May! So, ich brauche kurz Hilfe. Bei uns ist, glaube ich, ein Kurzschluss im Wohnzimmer entstanden. Es hatte auf jeden Fall einmal kurz Puff gemacht. Und nun ist alles dunkel. Was kann ich nun tun? Theoretisch, wenn es nur ein Kurzschluss war, kannst du an den Sicherungskasten gehen und das wieder einschalten. Wenn es nochmal passiert, solltest du erstmal sämtliche Stecker aus den Steckdosen ziehen und dann nochmal am Sicherungskasten alles einschalten. Was tust du denn, May? Wir kennen uns jetzt ganze 24 Stunden, ja, und du machst ja schon alles kaputt. So, wir stehen jetzt da gerade so schön. Übrigens, Straps fahren mit 80 in der Stadt. Straps sind an die STVO gebunden, was Geschwindigkeiten angeht. Ja, Alexander, das war ja auch mehr so ein Scherz vorhin. Nils schreibt, morgen, morgen, bin jetzt auch da und schaue euch zu bei ETS. Straps 80 durch die Stadt. Ja, eigentlich 50. Eigentlich 50. Wer fährt mit Straps? So, welchen Server seid ihr? Wir sind immer noch Server EU3, Fabian, hi! Und hallo auch an Roche, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. So. Also ich habe jetzt noch 241 Kilometer. Ey, das ist dann aber jetzt ein Bug. Jetzt ist mir das nämlich bei Gurkengeneral auch aufgefallen. Bei mir wird mir die Front nicht angezeigt vom LKW und wenn ich auf den Stream gucke, auf den Laptop, wird mir der richtig angezeigt, genau wie bei Finn. Das ist ein DLC. Ich muss weiter, ich hab einen Zeitdruck. Muss die Tomaten, die werden schlecht sonst. Ihr fahrt weiter? Babski, ja, ich konnte jetzt ein Foto machen, aber da ist Babski schon rausgefahren. Okay, ich fahr auch, warte. So, Mayschreit, aber es roch etwas. Naja, ich lag auf dem Sofa und habe einen süßen Kinderfilm geschaut. Dann fing es an. Gerade an der besten Stelle. Olli? Ja? Was ist denn jetzt los? Er wird jetzt abgeknapst. Was? Ich hab grad meinen Namen gehört. Was? Ja, von mir? Nee. Nee. Ja, zieh mich rückwärts. Musst du mal einen kurzen Gefallen und machst bei ihm die Map auf, damit ich im Stream sehen kann, wo ihr steht? Ja, Map ist auf. Dann komm ich da in den Map. So. Naja, ansonsten kommst du mal ins Teamspeak, dann können wir noch drüber quatschen. Wo sind deine Auflieger hin, Uli? Wir haben verloren. Ah, Hinidara schreibt, oh mein Gott, May. Ja, Hinidara, du warst gestern nicht dabei, ne? May war gestern bei uns. Wart ihr schon weiter? Und High Folie. Yeah. Also wir fahren jetzt wieder so langsam weiter. Achtung, der Folge gerade gegangen. Ja, Steffen ist einfach abgehauen, also habe ich mich dahinter geklingt. Gesundheit 1, Gesundheit 2. Gesundheit. Drei. Vier. Ah, danke, Transom. Den geht ja die Tomaten aus für den Bloody Mary. Gesundheit. Bloody Mary, den haben wir letztens wieder getrunken, ne? Den haben wir nicht. Wir wollten den trinken. Gesundheit. Gesundheit. Haben wir nicht mehr geschafft. Da steht. Nee, doch, wir haben den getrunken, Steffen. Also, wenn du so niest, kannst du nicht LKW fahren, Uli. Das weißt du doch nicht, ne? Stimmt, den haben wir nochmal getrunken, ja. Ja, da wo ich mir weiß nicht, wie viel reingekloppt habe, dass er nicht mehr geschmeckt hat. Ich habe ihn mal gefragt, könnt ihr auch Bloody machen? Den haben wir noch was getrunken. Habt ihr davon zu viel von getrunken? Sechs. Bloody Mary. Nee, wir haben generell zu viel getrunken. Uns ging es am nächsten Blöde Tag die Mary, die blöde Maria. Also mir ging's gar nicht gut.
den Tag danach. Also mein Lieblingscocktail hat ja einen versauten Namen, aber ich mag den am liebsten. Sex on the Beach? Ja! Geschlechtsverkehr am Wattenmeer. Ach naja, so versaut ist er noch nicht. Nee, das gibt ja andere. Aber komisch, Olli wusste sofort, was ich meinte. Aber es gibt ja noch den Orgasmus. Stimmt, hast recht, gibt's auch. Den habe ich noch nie probiert. Also, den Cocktail. Weg die Pflaumen. Olli, ich habe ein Problem. Was denn, Handy da? Ist bei dir irgendwie eine Leitung durchgedingst? Rennst bei dir, riecht's bei dir komisch? Ich will nach Hause. Ich hab einen Vollkopf, Dino. Okay, ich weiß, Uli, den ich bin doch in deinem Kopf. Gummispool gibt's ja auch noch. Ich hab gern einen Orgasmus. Ich hab gern einen Orgasmus. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, das klingt wirklich ein bisschen komisch, ne? Du bist da in der Bar, ja? Haust dann erstmal raus, ja, ich hätte gern Orgasmus. Ich habe sowas ähnliches gebracht, da ging es um Kaffee Latte. Und ich habe das Wort Kaffee weggelassen. Und da hat einer so Transe gesagt, so ich hätte gerne eine Latte auch, ne? Und Kellner guckt mich an und meine Freundin war voll am Brüllen. Stell dir mal vor, du holst dir so einen Kaffee Latte noch im, zusammen mit Rumkugeln. Einmal Rumkugeln und Latte bitte. Okay. Und zum grünen Abschluss hätte ich gerne noch einen Orgasmus. Ah, wir haben die 100 Zuschauer geschafft. Wir haben über 100 Zuschauer bei Facebook. Hallo und herzlich willkommen, alle zusammen. Ah, das Thomas schreibt gehen. Thomas wird müde. Thomas, fahr mit. Ja, hey, ich hab das mal geschafft, wie heißt es? In Krefeld, ein Bistro, Cocktailbar, irgendwie sowas. Und ja, da gab's dann in der Speisekarte, gab's eine Mittagslatte und eine Abendlatte. Jetzt bin ich natürlich doof und suche morgen Latte oder hab sie gefunden. Oh Mann. Bei denen hat man ernsthaft morgen Latte bekommen. Also wenn da gerade ein Schild auf der Straße liegt, ich warte nicht. Ah, das kommt auch geil. Ich hätte gerne Morgenlatte. Ja, jetzt auch. Kann ich ihn machen? Mit Sahne oder ohne? Echt? Mann, das ist ja ist nach... Ich hätte gerne Latte, okay. Mit Sahne oder ohne? Ist nach 22 Uhr, also von daher. Michel, wie lange seid ihr denn unterwegs? Wir fahren jetzt gerade 1 Stunde und 50 Minuten und werden wir noch eine Weile fahren. So, Finny, wenn du eingeparkt hast, kommst du mal kurz rüber, parkst du für mich ein? Finny! Finny Schnucki! Finny Dara schreibt, ich habe vor ein paar Monaten... Was? Ich habe seit ein paar Monaten nicht mehr gelacht. Ich werde seit ein paar Monaten... Okay. What? Sie hat seit ein paar Monaten nicht mehr gelacht. Was willst du denn? Willst du schon wieder rein? Ja, die Kabelrollen liegen hier ganz komisch. Was? Was ist denn los bei dir, Nidara? Ah, ich glaube, das ist ein Thema, das sollte man dann außerhalb von dem Stream mal bequatschen. Wenn du da Bedarf hast. Ah, Franzi geht. Franzi schreibt gute Nacht. Franzi, sag gute Nacht. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Franzi. Schlaf gut, Franzi. Schlaf schön. Hat sie sich heimlich ausgelockt? Ausgelockt? Ausgelockt. Franzi, ich dachte, wir machen ja noch GTA 5. Boah. Scheiße, die Wand. Olli, wir können doch ja GTA 5 spielen. Ja, mit dir, du fluchst mir so viel im Stream. Hallo? Dann hab ich schon mal. Okay, ja. Aber in GTA noch nicht. Ja, noch nicht. Du fluchst schon alleine wegen einer Internetleitung. Ja, das ist Telekom. Kein Wunder. Ey, stehen wir jetzt hier wirklich im Stau? Och, jetzt müsst ihr alle da rein. Ja, nicht nur wir, auch fremde Leute müssen da rein. René schreibt, aber ich find's cool, rot war's. Ja, rot ist im Konvoi erlaubt, da wird die Strecke abgesperrt für uns, dass wir auch über rot fahren dürfen. Ich hab gerade voll die Kopfschmerzen. Ja, das liegt an uns, sorry. Wir sind ein bisschen laut. Ach scheiße, Anni, du bist es? Du ja. Hörst nicht zu, was wir hier so reden, ne? Aha.
Man lernt mich aus. Als ob ich nichts dagegen hätte, ne? Ja, dann ist ja gut. So, wo muss ich denn jetzt mal parken? Ich bin keine 10 mehr, ich bin 14. Ja, 14 ist auch nicht gerade besser. Obwohl, ab 14, das ist die Zeit, da gibt es schon Aufklärung in der Schule. Genau. Wir sind mittlerweile schon in der Grundschule. Kindergarten. Mit dem Blümchen und den Marienkäfer. War das nicht irgendwo in den USA oder so? Wo die Aufklärung schon im Kindergarten gemacht wird? Anhand von Videos sogar? Also ich hatte die Aufklärung in der 6. Klasse. Wow, nicht früh. Seid ihr jetzt irgendwann mal da, oder? Wir sind da, wir parken gerade vor Versailles. Also ich zumindest. Wo bist du denn, Uli? Uli, wo bist du? Nein! Ich stehe hier auf irgendeinem Firmengelände von LKW. Alter, 500 Liter. Also ich stehe an der Werkstatt. Alter, ja, wir müssen eh nachher erstmal alles zur Werkstatt, glaube ich. Das Fahrzeug. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn hier die Werkstatt eigentlich? Die hier liegt. Ich weiß nicht, warum Finn mit mir nicht redet. Gibt's da vielleicht noch eine Tour oder machst du GTA, Kann ja, ich kann. GTA wird in ein anderes Mal gemacht. So, jetzt höre ich wieder was. Was? Ich kicke grad mal eben. Aha. Ja. Okay, danke Dani, ich schau dann später mal. Jo. Achso, da bin ich wieder. Hab ich was verpasst? Außer dass, dass du mit deiner Mutter nicht redest, ist alles in Ordnung. Was? Denn? Hi Martin! Achso, das ist Daniel. Boah, da kann auch mal mit seiner Mutter reden, das passt. So. Ja, ich hab nicht dabei. Hä? Ich werde in der neuen Schule ausgegrenzt. Okay, aber genug davon, ich will den Stream jetzt nicht deprimieren. Wie gesagt, kann ich darüber quatschen noch, ja? So, ja, bei uns kannst du auch ausgegrenzt werden, wenn du willst. Sei doch nicht so böse. Was denn? Was? Du hast mal wieder mitfühlen. Richtig. Wie ein Stachelschwein, ne? Du weißt doch, ich habe ein Temperament wie ein Presslufthammer. Ja. So, lol, ich bin Schwertransportdisponent. Ach so, René. Da fährt man doch auch über Rot, oder? So, ich bin Level 63, kurz vor 64. Ach ja, und Hinidara hör nicht so auf den Andi. Der Andi, der ist immer manchmal ein bisschen. Er hat keine Gefühle, weißt du, Hinidara? Er kennt sowas nicht. Das ist ein Zufahrer, das ist ganz normal. Genau. Also ich bin kein Zufahrer, es ist ein Lokführer, ja? Und die haben generell keine Gefühle. So das Gleiche. Die armen Züge, wow. Tut mir leid. Das. Ich mag Züge. Ja. Ich mag Züge. Ich bin eine Blume. Ich bin eine Biene. Und ich bestäube dich. Ich heiße Marvin. Was? Als Biene? Ja, das ich bin eine Biene! Ne, Marvin ist der Mariechenkäfer. Mariechenkäfer? Mariechenkäfer. Mariechenkäfer! Oh, fahr, Dani, du hast Vorfahrt. Kannst du mir bitte nachsehen, was ein Mariechenkäfer ist? Urlaub! Danke. Ich bin Marvin. Ein Mariechenkäfer. Finn? Hä? Kommst du mal rüber? Was ist denn? Was ist denn? Ob du mal rüberkommen kannst. Der Schein reicht aber, oder was meinst du? Ja. Ja. Ja, ich fahr gerade, ich seh's gerade schlecht. Warte mal, ich muss mal ganz kurz eben mich Finn hat sich gerade hingelegt. Ach, du bist es, Uli. Ach, hast du meinetwegen jetzt abgebremst? Ich wollte euch mal zeigen, wie. Aua. Wer war das? Oh, danke schön. Wer auch immer das gerade war. Warte, wo muss ich mich mal bedanken hier? Thanks. Nee, wird. Nee, wird es geschafft. Einfach nur THX. THX reicht. So. Was? Ich bin richtig gefahren. Boah, Finn, nimm Rückenwind raus. Ich sag mal. Wo ist denn die Werkstatt? Oh, du Armer. So. Eine Rauchen.
Ja, ich komm gleich, ja. Ich meine gleich. Kann dir nur schlecht. Rolli, du musst übrigens noch bei Minecraft mir die Gebäude da wegmachen. Wieder. Ach also ja. Zumindest den T-Tower. Ja, es ist zu spät jetzt. Also ich würde sagen, eine Tour fahren wir noch, aber eine kleine. Okay. Wenn du jetzt eine Tour von hier nach hier findest, dann gratuliere ich dir. Nein! Genau, eine kleine Tour. Von hier nach hier. Tour? Ja, ich habe hier diese eine Kartoffel. Ich. Da drüben zu meinen Nachbarn, bitte. Okay. Ich liebe denn die Kartoffel? 3,5 Tonnen. Genau. Eine genmanipulierte Kartoffel. Oh, ein Abo! Martin, danke für dein Abo! Kennt ihr mich noch? Martin, natürlich kennen wir dich noch. Du warst erst vor kurzem da, oder? Aha. Morgen gerne, hab Kopfschmerzen. Okay, Franzi, gute Nacht dir, schlaf schön, träum süß. Gute Nacht. So. René schreibt, lackier ihn auf gelb und schreib Rangel drauf, dann fährst du für mich. Nein, das mach ich nicht. In gelb mal lackieren wäre ja noch okay. So, wie viele Zuschauer haben wir denn noch? Wir haben noch 86 Zuschauer. So, eine Tour fahren wir noch. Finn entscheidet wohin. Und wenn ich Finn einen Tipp geben darf, ja. Was halt jetzt nicht so weit weg wäre, dass wir jetzt zu unserer Heimat, also zu Steffens und meiner Heimat fahren. Berlin. Zum Alexanderplatz. Nee, aber Finn entscheidet, wo wir hinfahren. Nein, das bist du mal dran. Was ist jetzt los? Frankreich hat nicht jeder. Gegen LKW wäre hingekriegt. Ah, Finn, das war gut. Ich habe eine kurze Strecke gefunden nach Melbourne, Australien. Oh, du hast das DLC schon, das Australien-DLC? Das habe ich noch nicht. Nein, leider noch nicht. Oh Gott. Das wäre dann aber kein Eurotruck-Simulator mehr. Aber das Geile ist, ne, wenn wir jetzt eine Strecke nach Australien hätten, dann kommt da, deine Fahrt sind 70.000 Kilometer, ne? Und dann musst du eine Fähre nehmen und dann sind es auf einmal bis noch 300 Kilometer. Ja, I know. Marvin Müller! Mann, noch mit, kann man noch mit, meinst du wahrscheinlich? Theoretisch schon, wir fahren nämlich noch eine Tour. Wir wissen bloß noch nicht wohin. Ich geh mal ganz kurz für kleine Tristans. Mach das. Kann da nichts bei rauskommen. Also nicht viel. So, was haben wir denn? Stuttgart haben wir, Mannheim haben wir, Osnabrück haben wir, Graz haben wir, Frankfurt, Nürnberg, Salzburg, Hamburg, Rostock, Magdeburg, Nürnberg. Hier, ich hab was nach Betonträger nach Berlin, Schwerlast. Ich hacke gerade was anderes. Nach Rostock hin, auch Blechrommel. Aber Rostock auch wäre ja kein Berlin. Nee. Ja, weiß ich nicht. Finn soll entscheiden. Nein. Aber Rostock ist cool. Ich. Da seid ihr mal dran. René schreibt nach Darmstadt. Gibt's überhaupt Darmstadt? Ja, das liegt bei Wixhausen. Wo liegt denn offiziell Darmstadt? Das ist doch sicherlich auch irgendwo. Und daneben liegt Rüsselsheim. Darmstadt und Bückeburg, dachte ich immer, sind die beiden. Darmstadt und Bückeburg. Ich wollte gerade sagen, ist da nicht noch Bückeburg in der Nähe? Nee, Rüsselsheim. So, wohin geht die Tour? Warst du schon kacken? Ach so, das ist das. Was ist das für ein Drifter? Das ist keine großen Drifter. So, Schnelltransport von Lublin nach Rostock. Ja, hab ich nämlich auch. Olli, wie mache ich meine Scheinwischer wieder aus? P. P wie Scheinwischer. Oder ich hätte noch was. Von Lublin nach W. Kann ich nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist es in der Slowakei. Glübske Blüske! Bämmelem Ding Dong, was? In der Slowakei, Strübske Blüske! Ja, okay.
Elizabeth? Los, sag mal was, wir wollen losfahren. Ich muss jetzt erstmal in eine Werkstatt. Klöber kein nehmen wir. Nach Bestricke oder was? Hühnerfleisch? Nein. Ja, ich nehme die Kabeltrommel. Die komische Trommel. Kabeltrommel? Ja. Ah, hier, nach Rostock oder was? Ich kann keinen Schwerlast zum Fahren weil ich Ja, nach Rostock geht auch. Nee. Also Rostock. Nach Rostock geht auch. Weil ich hab nur Kabeltrommel nach Rostock, nach Dings nicht. Aber Rostock ist wieder total weit weg. Und? Aber in Richtung Berlin. Ja, also Berlin hab ich auch noch. Na, wir nehmen die Kabeltrommel nach Rostock und fahren dann von Rostock nach Berlin. Willst du mich verarschen? Nein. Also ich würde hier gerne vor 0 Uhr fertig sein. Ach, das klappt schon, Olli, das klappt schon. Ah, René schreibt, oder ihr fahrt nach Linz. Linz ist ja eh so, ne? Eins meiner Lieblingsstädte zusammen mit Graz. Und falls Marlene noch da sein soll, Wien mag ich auch. Was ist mit Klagenfurt? Klagenfurt, da wohnt eine Freundin von mir und sie mag mich nicht mehr, also mag mich Klagenfurt nicht mehr. Ich hab hier tatsächlich Betonträger nach Berlin. Ja, hab ich auch. Die hab ich doch. Nein. Moment, Betonträger von Dublin nach Berlin. Ja, genau. Auf welcher Seite? Ich hab oben, gib mal einfach ach, oben nee, nur nee. Beton ein, rechts oben. Sechste Seite habe ich einfach nur. Keine Treffer. Aktualisieren. Ich aktualisiere auch mal. Externe Aufträge sind das, ne? Musste, Tanja. Extern, ja. Externe. Ja. Hab ich jetzt ja, hab gefunden. Hab ich. Also ich habe auch Beton. Externe. Noch annehmen, noch nicht, dass Tanja noch finden kann. Einfach rechts oben Beton eingeben. Das ist ein Schwerlast. Nein, ist es nicht. Wirklich nicht? Nein. Okay. Nehmen wir die? Ja. Okay, alle annehmen. Ja. So, wo geht's hin? Nach Betonträger. Nach Berlin. Genau, wir fahren Berlin zum Betonträger. Was? Egal, nach dem Flughafen, BBR. Kannst losgehen? Nehmen wir an, ja? Ich hab schon angenommen. Gut, ich auch. Oh. Wenn da eine Frage kommt, ne? Wirf einen Blick auf momentan auf deine Aufführung. Einfach auf Fort. Drück einfach auf Fortfahren drücken. Gesundheit. Ne? Ich vertraue mein LKW nicht. Ich dachte nicht mal. Mein Navi sagt zwar andersrum, aber egal. Angenommen, Tanja? Ja. Okay. Was ist jetzt hier? Keine Angst, Tanja, das ist kein Schwerlast. Nein, sicher nicht. Ich kotze ins Essen. Das ist kein bisschen Schwerlast, Tanja. Er kotzt den Essen. Als ob wir dir Schwerlast antun würden, Tanja. Sind ja nur 5000 Tonnen, ne? Komm schon, ich warte hier auf dich. Genau, Kilo. Dankeschön. Ich glaub. Jetzt hab ich meine Frage. Was ist denn hier los? Seid ihr ineinander? Ja, wir können das halt! Hab ich mich auch gewohnt. Tanja, wir müssen noch ein bisschen fahren, ne? Wir müssen die Schwerlast noch abholen. Ja, du musstest die mal zutrauen, Schwerlast zu fahren. Ja, und das ist eine kleine Schwerlast. Wenn wir die große fahren würden, dann wären wir eh gekickt worden im Server. Nein! Weil ich glaube, die großen Schwerlast-Dinger sind mit Begleitfahrzeugen und so weiter, ne? Ja, ja. Ah, wo bleibst du, Finn? Ich bin voll auf der Seite gefahren. Guck mal, das ist doch gar nicht so groß. Und du hast gar keine Plane ringsrum. Das heißt, die Fracht ist sogar kleiner eigentlich. Willst du mich vereimern? Was denn? Ja. Wieso vereimern? Mann. Ich pack den auch für dich gleich ein. Siehst du? Mhm. Wir kommen den scheiß Aufleger schon hin. Ne? Oh, wie das wird denn lange gefahrt? 51 Tonnen. Wir kommen den Aufleger nicht drauf. Olli, die Zweiachser werden schwer haben mit der Last. Ach, das schaffen sie. Oh.
Drei Axanisse und die vier Axe waren es am besten. Ich bekomm die Last nicht ran hier. Wow. Okay, Gott sei Dank fahr ich einen Dreiachsiger. Ich fahr einen Vierachser, also. Jetzt aber, ganz vorsichtig. Da muss ich einen Hänger holen. Also. Jetzt! Wo habt ihr denn Hänger her? Ach, die Gurke ist auch noch da hinten. Wie nennt sich das hier? Die Gurke ist so still. Wer still? Die Gurke. Wer still? So, haben wir eine neue Nachricht bekommen. Wir haben 112 Zuschauer, noch 115 Zuschauer, 116. Auf YouTube habe ich ein Zuschauer, das ist mein Bot. So, wie sieht's denn aus? Die Tour haben wir jetzt und wir fahren jetzt die letzten 596 Kilometer. Ja, das ist eine halbe Stunde Fahrt. Sagen wir mal 40 Minuten aus dem Grund, weil wir es gefunden haben, werden einige Berge hochzukommen. LKW steht auf dem großen Schild. Ah, okay, dann komme ich da hin. Oder ja. Erscheine. Wo ist denn deine Fracht, Finn? Ich komm auf. Muss mir gerade abschleppen lassen. Ach so. Ja, ja. Ach, wie immer bei mir, ne? Ey, Gurke, dein Ding sieht gut aus. Dein. Wie heißt das Teil vorne? Auto. Auto. Was? Dein Auto? Das ist doch kein Auto. Ja, dein Auto. Jetzt sag mir. Muss man hier schnell rum. Komm's rum. Ja, das dauert hier, bis ich erstmal wieder loskomme. So, ich geh mal ganz kurz in die unauffällig. Oder von da kommt jemand. Oh, scheiße. Oh ne, was ist denn jetzt los? Finn, was machst du da, Party? Jetzt komm in die Pette, du Schwede. Olli. Ja. Ah. Und Schaden, jawohl. Was willst du? Vorne am Konvoi fahren. Fahr doch vorne. Du fährst du gerne vorne. Uli, fährst du schon wieder nackig? Ja. Warum? Uli fährt nackig hinter mir. Ich kann die externen Dinger nicht annehmen. Ach so. Uli, das müssen wir noch, entweder heute noch, ja, nach dem Stream, oder spätestens morgen müssen wir das dann mal einstimmen bei dir. Ja, unbedingt. Daniel, wir können, glaube ich, losfahren. Jo. Was kriegst du denn da hinten rum? Konvoi start. Die Leine, bitte halt die Leine. Bitte halten Sie die Leine. Bitte halten Sie den Löwen. Der Sultan hält durch. Also ich fahre nicht mehr mit, schick dir die Screens gleich auf Insta. Ja, kannst du gerne machen. Danke, Brinson. Wow. Oh Mensch, Uli. So, wie viel Tonnen haben wir jetzt eigentlich? 51? Ein bisschen ausholen. Aber man merkt, das Bremsen und das Beschleunigen dauert jetzt länger, ne? Bitteschön. Danke. Oh Gott. Kurvenfahren macht voll Spaß gerade. Aber guck doch mal, Tanja, du hast jetzt ja, schon die komplette Tour, ja? Was wir jetzt schon gefahren sind, wird das schwer, das hast du bis jetzt perfekt überstanden. Ja, so 13. Weißt du, Kurvenfahren, wer fährt Kuchen? Ja, okay, wir sind durchaus aus der Stadt. Ja, Betonkuchen. Ich will zu meiner Mami an die mütterlichen Rundungen. Jetzt! Gibt's Kuchen? Ja, Mann, Mutterkuchen! Hallo? Hat jemand was von Kuchen gesagt? Ja, Mutterkuchen. Heilige. Ja, genau, Anni. Scheiße! Und du sprichst aus meinen Gedanken. Oh, hier steht Ina quer auf der Straße oder? Wer ist denn das? Ah, ne, das ist einer von uns, glaube ich, hier, ne? Wer ist denn das? Achso, also ich weiß es nicht, ich fahr gerade eine Gurke hinterher. Jo, Uli. Wer überholt da? Uli, du Gurke. Nee, René, das ist nur der Auflieger hinten. Ihr bremst mir zu oft. Zu oft? Nachher stehe ich bei euch auf dem Hänger drauf. Was versuchst du da? Ach ja, wir sollten mal Dings dann machen, Rundumleuchte, wa? Wir haben es schwer lassen. Oh, die geht wo nochmal los? O? Wa? Oh ja. Schwerlast? Olli? Nein! Was? Ja, ja. Nicht fast Tonne rollt. Das musst du doch merken, dass es Schwerlast ist. Es dauert schneller, länger, dass du beschleunigst, das Bremsen dauert länger. Ich
weiß, aber es klingt ganz anders, wenn du das auf einmal selber sagst. Mal, die machen hier vorne. Ach so. Guck mal, hier vorne ist der Tanke, Tanja. Ja, ja, ich weiß, ich stehe schon. Nee, Muli! Was ist das für 1,02 der Sprit? Kommt der nicht von vorne? Ja, LKW dieses Mal so günstig, ne? Och Mann, ja. Noch nicht. Ich kann voraus schon fahren, ja. Ja, aber dreh mich hier nicht ab. Okay, puff. Ja. Ja. Warum bist du schneller als ich? Ja, deswegen hier. Ich hab mein Portemonnaie gar nicht dabei. So ein Pech aber auch. Aber die ersten zwei, die könnten ja mal warten. Ne? Richtig, haltet mal an, wir müssen auf die Tanke warten. Also auf die Leute, die tanken. Ja, die bringe ich mit, die war teuer genug. Ja, nein, nein, ich rolle hier gerade hinter Olli her. Ja, ich halte jetzt hier erstmal an. Weil ich warte auf Tanja. Was? Das ist aber voll unfair. Dass du im Pedal schneller bist als ich mit meinem B-Tasten. Also ich fahre jetzt, Tanja, ich fahre 50, ja, dass du dann an mir vorbeiziehen kannst, links. Ich zieh bestimmt rein, irgendwo vorbei. Ja doch, ich fahre ganz langsam. Kannst ja, ich glieder mich hinten ein, keine Angst. Okay. Danke. Wollen wir etwas langsamer fahren vielleicht? Ja, ich glaube, wir müssen ganz warten. Ich habe eine rote Linie, ich kann der folgen, I hope so. I hope so. Wie wär's mit runter auf 50? Peter schreibt, geht voll ab hier. Oh, irgendjemand ist mir hinten reingefahren. Nee, Uli hat mich seitlich mitgenommen hier. Die Zeit ist nicht hier, du bist voll in mich rein. Nein, du bist... Sag nicht nein, wenn ich ja sage. Ihr seid in euch reingefahren. Ja. Wie wär's, wenn wir mal so auf 40, 50 runtergehen? Also ich bin jetzt hinter euch, ne? Also ich bin auf meiner Spur geblieben, ja, will ich ja nur gesagt haben. Und ich kann nicht gerade lenken, wenn du genau neben mir bist. Ich bin jetzt gerade mal auf 63 mal. Ja, du machst 2% Schaden, 3% Schaden, 4% Schaden. Ich will doch nur da durch, Mann. Da kommt Papa. Ja, ich mach dein Loch wieder frei im Moment. Was hast du in meinem Loch zu suchen? So. Daniel. Kannst wieder durch. Ja. Hinten ist noch gerade Unfall, bleibt man noch stehen. Ja, ja. Ich beobachte euer Szenario hier. Was ist denn nun mit dem Loch? Wir haben es geschlossen. Der eine findet das Loch nicht, der andere muss Haare drum machen. Was? Mein Gott. So. Andere müssen Haare wegmachen. Richtig. Dann haben wir ein Facebook geschlagen. So, weiter geht's. Hier stehen die nächsten. Oh, hier ist ein Parkplatz. So, ich glaube, hier stehen alle. Ja. Hey. Wieso denn? Du fährst doch. Mal stehen. Wupp. Nein, ich roll noch. Hey. Ja. Am Parkplatz mal ganzes Treffen, mal kein kurzes Train holen. Ich hab Durst, meine Flasche ist leer. Ja, Janka ist da. Dann hol dir kurz was. Ja. 10, 9, 8, 7. 6,5. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen bei Facebook. Du Hobbyloser, ja. Aber du hast ja auch keine Hobbys, ne? Du schaust ja bei uns zu. Also wir sind alle jetzt zuständig. Und 120 andere Leute schauen uns auch noch zu. Und hi Carlos, hello Carlos. So, wollen wir weiterfahren? Ja, es rollt. Was spielst du? Okay. Finn, wo bist du hin? Neben dir. Oh, Tomb Raider habe ich damals auf der PS1 gespielt, danach nie wieder. Ich sehe dich aber nicht. Wieder unsichtbar. Wow. Mann! Ich bin so gemeint! Achtung, Gegenverkehr! Von Finn! Denk ich kann die befingen! Achtung, Geschlechtsverkehr! Gib gleich Maul! Selbst? Ja? Da steht eigentlich, ich bin's annehmen. Wo jetzt hin ist. Da stand nix. Finn, warum fährst du denn ohne Fracht?
Fahr mitgebracht. Na, wo ist die? Hast du die vergessen? Hast du deine Fracht wollte vergessen? Ich wollte dich nicht ausbremsen. Ja, trotzdem hast du deine Fracht vergessen, ne? Trotzdem keine neue Allee zu gestalten. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind in Warschau gleich wieder. Da waren wir ja heute schon mal. Doch, sind wir wirklich? Aber sowas von. Das sieht schon wieder nach Serpentinen aus, ne? Nö, da kommt war das jetzt Wuppertal auf Polnisch? Au, oh, parken in 200 Metern. Ah, das müssen wir jetzt doch nicht. Ah, hier ist unser Parkplatz von vorhin. Ja. Oh, Stabil. Oh. Ah, hier ist Sub-City. Ach, ja. Finn hat seinen Anhänger hier liegen lassen. Ach so. Ja. Ja, dann hol ihn mal wieder. Ich bin einfach reingefahren. Mama mia. Here I go again. Was ist hier? Nein, nein. So, weiter geht's. Der fährt ja jeder so, wie er will und nicht wie er soll. David schreibt, Wahnsinn, so ein Müll. Ja, wir sind mitspielen. Wir sind auf IO 3. Spiel kostet derzeit unter 5 Euro. Ich hab ne Idee, nächstes Mal sind unsere LKWs alle orange. So ein Müll, wie wir fahren. Genau. Junge, Junge. Daniel schreibt, hallo, viele liebe Grüße an alle aus dem schönen Unterfranken. Richte mal allen liebe Grüße aus. Ja, hab ich so getan. Und schöne Grüße zurück. Aus Unterfranken? Daniel. Ach, Daniel. Mhm. War das bei euch Ober- oder auch Unterfranken? Nordwest-Unterfranken. Ach so. Nordwest-Unterfranken. Weil wir haben hier noch welche aus Unterfranken da. Also aus Nordwest-Unterfranken. Also eigentlich Hessen, aber ein bisschen Bayern. Im Moment, Bayern. Ja, Moment. Das klatscht gleich, aber kein Beifall. Ja, drei Bäume weiter ist Hessen. Spielt. Drei Bäume 10, ja. Hans fragt, spielt ihr das morgen, das Spiel morgen nochmal? Ne, morgen kommt vormittags Train Simulator und, ob Sonntag dann nachmittags noch was kommt, wenn was kommt, ist es wahrscheinlich GTA 5. Allerdings können das dann nur die Leute sehen, die auch mindestens 18 Jahre alt sind. Für alle anderen ist es gesperrt, weil. Och man, no. Haha. Hamburg. Du bist doch eine komische Hupe. Ich sag doch, scheiß Serpentin hier. Nein, das Gürkchen, das ist vor mir in die Eisen gegangen. Ich sehe hier, glaube ich, noch die Bremsspur. Kommt das jetzt hier wieder Wuppertal auf Polnisch? Wurdest du von einer Gurke ausgebremst? Ich wurde von einer Gurke ausgebremst. Gurke hat mich ausgebremst. Oh, es schreibt ja jemand, es schreibt wieder jemand, es schreibt wieder jemand. Hi Tim, wie geht's dir? Also ich bin noch hinter der Gurke. Ja, ich also auch. Ich fahre gerade 74 mit dem Schwerlasttransport. Warte mal, ich höre mal kurz, wie sich mein Motor von meinem LKW anhört. Alles gut. Oh, komm ich nicht rum. So, Daniel schreibt, schöne Grüße aus dem Osten. Ja, schöne Grüße aus dem Osten zurück. Der drängelt sich vor. Da hat die Sub-City die Kurve nicht bekommen. Nicht wirklich. Gib mir auch nein, manchmal so. Oh boah, bitte Finn, mach jetzt nicht Rubberbanding, Alter. Da bin ich oh, schön, wieder Wuppertal auf Polnisch. Alter, der will mir fast in die Kirche reingesaust. Yes. Ja, der ist mir sogar fast reingesaust. Komm ich rum. Ja, pass auf, du kippst doch irgendwann um. Irgendwann kippst ach, du doch vor einer kommt eine Maut. Nö, ich hab doch schon ein Gefühl in die Finger. Wir sind doch in der Stadt, da kommt schon eine Maut? Oder wo seid ihr schon? Ja, wir gehen mitten auf der Autobahn. Ja, wir sind noch lange nicht auf der Autobahn, wir sind noch in der Stadt. Seit wann fährt man denn bei Rot hier über die Ampel, Mann? Ach, schon lange. Gegen die Konvoi-Regeln, gell, mehrere Spieler, ich mag bei Rot fahren.
Ja, ab was? Ab 5? Ich weiß es gar nicht mehr. Ab 3. Ab 3? Ach, ab 3 sogar schon. Das ist fair. Mod. Ab 3 nennt man schon Konvoi? Willkommen, wenn Leipzig. Ja. Upsi! Hallo, Passantin! Na, schönes Wetter heute, oder? Also, Uli, deine Hupe, wie hast du echt schon mal einen LKW von unten gesehen? Ja, da war eine Fußgängerin. Ich glaube, ich habe ihre Schuhe berührt. So, Handschreib, Ventil wieder ETS 2. Achso. Wenn ihr wieder ETS 2 spielt, kannst du mir Bescheid sagen. Hans, wenn du uns abonniert hast, würdest du ja theoretisch sofort Bescheid bekommen, weil, wenn ich die Liste abarbeiten würde, wem ich alles mal Bescheid sagen sollte, ja, dann wird es ein bisschen kritisch. Aber, Hans, was du tun kannst, du kannst uns auch gerne bei YouTube abonnieren und da auch die Glocke aktivieren, weil dann hast du den Vorteil, dass du schon 30 Minuten vor Streambeginn Bescheid bekommst. Hm? Weil dann geht schon eine Info raus. Ich stelle dir mal einen schönen Gruß. So, wir sind jetzt auch auf der Autobahn. Ja, ich auch gleich. Oh, eine Maut. Ja, das sagt man, du. Und hi, Lena. Wir hätten ja seine Fracht abgegeben. Lena, dir auch einen schönen Abend. Warum das denn? Boah, erst nach zig Jahren zum Anfahren. Halt, steh, bleib stehen! 13% Schaden gehabt, ich weiß nicht woher. Fahr. Wenn dann ich fahre, dann ist das ein Problem. Ja. Sag mal, kann ich mein LKW nicht bei dir auf dem Hänger parken? Nee, dann habe ich ja noch mehr Kuxin. Ich hab eh nichts drauf auf dem Hänger. Ja, ganz die Betonplatten sind ganz schön schwer, muss ich sagen. Die haben über 50 Tonnen. Ja, yeah, mein Scania, mein Volvo hier hat dann schon gut tun. Und kommen wir gegen Eggemaut. Ja, Polen will Geld verdienen, ne? Ich glaube, die verdienen an alle anderen Länder, ja, aus dem Grund, weil die hier an jeder Ecke eine Maut haben. Polen das Geld aus der Tasche. Polski. So, Gaming, guck mal bitte nicht. Aber Italien ist genauso schlimm, muss ich sagen. Wo ich damals in Italien war, da hast du auch an jeder Ecke hast eine Maut. Direkt voll gekrankt vor. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Guck mal bitte nicht in den Rückspiegel. Was machst du denn? Oh Mann. So. Okay, das mache ich dann. Ja, wie kannst du gerne machen, Hans, weil dann bekommst du auf jeden Fall alle Infos mit. Facebook informiert leider nicht vorher, wenn ich streame. Das geht, da geht es dann wirklich. Also, ich kann zwar einstellen, aber dafür muss man auf der Seite sein, um zu sehen, wann und dann geht's los. So. Marcel André schreibt, wie kann man an so einem Spiel Spaß haben? Jetzt siehst du doch. Oh, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, wo ein mit anderen Leuten Mikrofon. Ja, also wenn ich jetzt ehrlich bin, ich glaube, es wäre wirklich sehr langweilig, das im Singleplayer zu spielen. Und also Singleplayer, das im Singleplayer spielen geht eigentlich auch, wenn man es streamt. Weil dann hat man noch andere Leute, mit denen man sich dabei unterhalten kann. Aber wenn man das komplett alleine spielt, dann wird es langweilig. Daniel, bleibst du bitte auf einer Spur? Ja. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich lasse ja schon die meiste Zeit rollen, aber 10:12 Uhr, das heißt, ich kann nicht ausmachen. So, wir haben das Bürkchen gleich verloren. Auch nicht schon wieder eine Maut. Und schon mal 3 Kilometer vorher bremsen. So. Hab ich was verpasst? Ja, kannst du dich mal freuen, der Maut. Du hast nur eine Maut verpasst. Ach, eine Maut hab ich verpasst. Ne, wir fahren da gerade durch hier. Wurde alles grün. Uli fährt mir schon wieder weg. Ich fahre nur 50, dass du hinterher kommst. Ja, mit 20. Ja, na, ich bleib ja bei 50. Und du beschleunigst ja irgendwann. So, wir haben Mautstelle Nummer 3 erreicht. Doch, kann's weiter. Okay. Danke. Der Lenkrad schreit hier rum.
Polski, weiß ich was. Hi, schön, dass du reinschaust. Blitzke, Blitzke. Wir sind übrigens gerade in Polen, falls du uns verstehst. Polski, Polski. Genau, Jim Dobre. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir jetzt... Auf Autobahnski. Unterwegs. Steffen, Jim Dobre, Jakte Ije. Wieso kommt da eigentlich Gin drin vor? Ups. Trinken die das so gerne? Gin. Ja, aber es klingt wie Gin, oder? Gin. Kein Gin. 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 Sondern? Nee, das waren die Russen. Naja, gut. Also damals, wo ich 2 Wochen in Polen war, ich glaube, die Geschichte hat schon sehr oft erzählt. Ich war ja damals 2 Wochen in Polen auf dem Mädcheninternat. Nicht nur ich, auch eine andere männliche Person. Also wir waren 2 männliche und alles andere weiblich. Ja, wieso ist das jetzt auf einmal so unscharf? Wo ist meine Brille? Und damals im Ferienlager? Nee, da war es gar nicht schlecht. Ja, wir haben nur perverse Sprüche beigebracht bekommen. Und klack gibt die... Mega gibt ein Pappwerk. Ach. Wo bleibt denn der Rest? Wir gucken hier so gemütlich rum. Ja, ja, mit 150. Fahren noch irgendwann hoch, kommt 90. Ja, so schnell können wir gar nicht fahren. So schnell kommen wir gar nicht mehr hoch hier. Also ich hab hier. Ich fahr mit Daniel hinterher. Hey, wo ist dein Anhänger hin? Ach, also Olli und ich sind jetzt auch auf 90, würde ich sagen. Ja, aber es kommt schon wieder eine Maut. Wir werden schon wieder aus. Wenn ein Volvo auf 90 ist, bin ich in Berlin. Aha. Immer wenn du gerade auf Vollgas hast, dann kommst du mit. Bist du jetzt wieder in der Kurve? Junge. So. Hier stehen Finn und Gaming. Finn, wo hast du einen Hänger dran? Den hab ich auch vergessen. Hast du den Beton so verlegt oder was? Ja, klar. Oh Mann. Klar, irgendwann ist ja die Autobahn zu Ende. Stimmt. Ist ja 88 hinter Olli. So, wie kann man so online spielen? Tracker EP. Oh. Die Nachricht habe ich ja komplett überlesen. Ich habe hier einige Nachrichten überlesen. So, Uli schreibt Boring. Nein, das ist nicht langweilig. Florian schreibt Trucker. Wie kann man so online spielen? TruckersMP.com braucht man dafür. Genau, das muss man mit Steam verbinden und dann klappt das auch mit dem Multiplayer. Olli, da ruft dich jemand an. Meine Schlangenlinien fest. Ich fahr vernünftig. Außer ich schau auf dem Chat. Ja. Oh doch, jetzt hab ich die 90. Ich hab sogar 91, was bergab geht. Aber das hält glaube ich nicht lange. Ja, ich jetzt auch 93. So. Ja, ich bin jetzt bei 92. Mal gucken, ob ich auch noch die 93 knacke. Nee, er geht wieder runter. Es kommt wieder so ein Mini-Berg. Ups. Daniel, ich mach mir jetzt ein Hobby da draus. Worauf? Dich zu überholen und rollen zu lassen. Und dann rollen lassen. Ja, mach. Mach. Ein Krampf im Finger. Nein. Oh Mann, oh. Jetzt, der hat sie rein. Bin jetzt im TV-Modus, ja, also ein bisschen Vorsicht, weil ich könnte so hin und her schwenken. Ach ja, das wolltest du machen, ne? Daniel, du leckst. Ja, Daniel leckt. Der ging teilweise rundum leuchten. Ja, yippie, yeah. Da küssten da wieder die Leitplanken. Oh, es kommt ein Loot. Und ich weiß jetzt schon, dass da sicherlich was vom Systembot drin steht. Wie viel PS habt ihr? Also ich glaube, wir haben fast alle 730. Ja, 730. Ich weiß gar nicht, wie viel meiner hat. Haben wir halt keine Uhr. Ja, wir können dir die Uhrzeit gerne sagen. Wir haben es jetzt 10.47 Uhr im Spiel und 23.05 Uhr. In real life. Und hi Ronny! Camille schreibt, sprechen Sie Deutsch? Yes, we speak German.
Yes, we are speaking German. So, Paulus, Deutsch 1 plus. Aber geht, komm, gib 4, komm aus, Schelle. So, Tankstellen-Challenge. Oh, Scheiße. Oh. Ach, wollt denn der schon rein, ja? Gut, dann fahr ich da auch rein. Fuck. Mir hat er noch eine Strafe abgetrickt. Wo hast du denn geparkt? Wir müssen da wieder rauskommen, ja? Ach du Elend. Oh, wer macht denn da quer? Oh, wer ist da eingeparkt? Oh, Scheiße, mit 90 hier. Neue Schneißgelicht, neue Einfahrt gemacht. Wie hast du das gemacht? Steffi, du kommst da wieder raus, wenn du einfach nur geradeaus fährst. Ja, ich glaube. Ach, der Steffen! Na guck an, Steffen parkt. Okay, schaffst du doch nicht. Jo. So, ich hab mal kurz vollgetankt und ich gucke jetzt mal kurz, was macht denn der Steffen? Keine Ahnung, ich hab gebremst und bin hier irgendwie einfach reingeschlittert. Nee, geradeaus durch kommst du nicht, aber du kannst rückwärts wieder rausfahren. Schafft er nicht, schafft der LKW nicht. Doch, ich fahr's auch rückwärts. Aber du musst ein bisschen gegenlenken, sonst kommst du dagegen. Gap muss tanken. Gap hängt doch eine Maschine vorne dran. Also ich bin schon mal in Berlin, ne? Was, wirkt dein Ernst? Ja klar, ich bin schon in Berlin. BTF! Wir haben noch 300 Kilometer knapp. Okay. Steffen, willst du dich abschleppen lassen? Ja. Lass mich abschleppen. Aber hier auf ihn warten, oder? Ist die Frage, wo er jetzt landet. Es kann sein, dass er jetzt in Potsdam rauskommt. Und dann können wir weiterfahren. Ich will aber tanken. Nein, Steffen, du bist in Potsdam, oder? Warte. Ich bin... Nein, ich will jetzt tanken. Ich weiß noch gar nicht, wo ich jetzt bin. Ich denk mal, dass du in Potsdam bist. Das ist das Dichteste von uns. Meine. Was macht ihr denn da? Sehe ich gleich, wo ich bin. Also ich kann und du? Ich auch. Ja, schaff's dann. Gut, dann kannst du wieder auf die Autobahn fahren und dann müsstest du auf uns warten. Weil du bist jetzt vor uns. Mann. Stimmt, ich hab nur 238 Kilometer. Ja, das meine ich damit. Mann, wegen dir hab ich jetzt 90% Schaden, scheiß drauf, hat Spaß gemacht. Ach du Scheiße! Wo bleibst du? Oh. Olli, hier ist ein Kreisverkehr. Da wird einmal umgefahren. Ein Kreisverkehr? Ich hab nicht angefahren. Ist da ein Schild 30 dabei? Olli, Frage, kann ich kommen, kann man weiterfahren, wa? Ah, oh, schön. Daniel, bitte, lass mich. Okay, gut, jo. Der Angegangige überholt hat, gab mir schon Anhängerkranke gefühlt. 31 Mal im Kreisen das Ding. Wo ist denn Daniel eigentlich? Ja, der sagt, eine fünfte Maus. Genauso Uli ist auch weg. Ja, ich bin bei Daniel. Dann fahren wir weiter. Pass auf, der hat sich hinter dir eingeordnet, ne? Steffen, sag mal Bescheid, wenn du am Autobahnkreuz bist, also auf der Autobahn rauf fährst, ja? Jo, mach ich. Weil, denn da treffen wir uns da wieder. Ja, ein WhatsApp bekomme, ich muss WhatsApp gucken. Dann gib Gummi. Wir machen jetzt. Olli? Ja. Wir machen jetzt folgendes, wir warten jetzt hinter der Maut auf euch. Okay. Dann können nämlich die anderen beiden gar überholen. Ja, so, wir haben immer noch knapp 100 Zuschauer. Schön, dass ihr noch reinschaut. Aha. Guck dir den Vogel mal an. Welcher Vogel? Du siehst hier Vögel. Pass auf. Wir warten jetzt da auf euch und ich hol mir was zu trinken, okay? Bis gleich. Ja. Bis gleich. Los. Ah, die letzten Kilometer. So, ich fahr auf das Kreuz rauf jetzt hier. Okay, wir sind aber noch ein Stückchen entfernt. Wow. Welches denn das erste? Also das vordere oder das hintere? Ja, da trinke ich dann erstmal in der Zeit meinen Bacardi Cola, ja. Ich fahr jetzt hier gerade auf den Autobahn. Da bin ich. Sag mal, hat der sie noch alle? Wer denn? Ach, irgend so ein Vogel meint hier.
Dolek 2000, der rattert hier nun in uns rein. Wie viel Kilometer hast du noch? Ich? 206. Oh, dann bist du vor uns. So, Olli, ich bin auf der Autobahn, hab noch 228 Kilometer. Jetzt. Ja, wir haben noch 249, wir brauchen noch ein paar Meter. Ja. Da, ich seh dich schon, ich seh dich. Da wird er ja fast bei mir dran. Ja, wir sind bei der Maut, das bist nicht du. Das ist, Daniel, was will der? Das ist Finn. Ich geh hinten schön reingefahren und hab mir 10,9% Angererkrankung gefühlt, dass ich meine Prachtpunkte in der Kanne schmeißen konnte. Sofort reporten. Und einen Screenshot hinterher, Screenshot sag ich schon. Video hinterher schicken. Also ich hab mein Ohr. Echt? Mein LKW hat das 29. Was hast du? Ich hab mein Ohr hingebracht nach Berlin. Da wäre ich okay. Dann drück mal Y dann. Und dann drückst du slash fix, F-E-X, wie Magifix. Leckermecker, hi, Tachchen. Wie geht's dir? Die klingt mich aus, schönen Abend noch, bis morgen. Andi, bis morgen früh, ja. Train Simulator und so, ne? Bis dann, Andi. Jo, ciao. Ja, bis dann, tschö. Ciao. User disconnected from your channel. 99 Zuschauer, einer noch und wir haben die hoch. 98. So, wer jetzt von 102. 100 auf 0 gebremst hat. Was? Oh, was ist denn hier? Ich find's lustig, wie alle zuschauen, ja, aber niemand schreibt. Wer am schnellsten von 100 auf 0 beschleunigt hat. Ich kann nicht schreiben, ich fahre. Okay. Also, warte, hier ist die Maut, das passt doch, warte. So, 3. So, Steffen, du müsstest eigentlich hier sein, ne? Wo bist du denn? Drei. Naja, ich bin hinter der Maut jetzt, ne? Und ich hab den. Hallo, hi Steffen, stell dich hinter uns. Ich hab gemeldet. Ich hab genau da gebremst, wo du gebremst hast. Moment, bin ich jetzt weitergefahren und ihr steht jetzt alle bei der Maut? Ne, die nächste Maut. Die nächste Maut, die kommt gleich. Hinter Potsdam. Was weiß ich, ob hier Potsdam gerade ist. Nicht, ich hab jedenfalls Potsdam nicht. 18 Kilometer. Pass auf, Finn, dieser Dolek ist Arschloch. Ja, dann bist du gleich bei der Maut. Du bist genau vor mir. Echt? Ja. Genau, wärt ihr so schnell ein, weitergefahren? Park ihn zu. Jetzt müsstest du eine Maut gleich sehen. Ja. Und ja, da ja, siehst du alle. Ich glaube, ich hab gewonnen. Bei der Maut, okay. Ich glaube, ich hab gewonnen. Oh. Kracker IP hat den Kupork weggemacht vom Server. Nee, wieso fliegt Luca ein Lukas irgendwo? Weil der mir genau hinten reingefahren ist gerade. Bei mir? Nee, bei mir. Wie dumm. Du bist wirklich Also ich bin eben gerade vor dem Hügel gefahren, weil ich dachte, das schaffe ich irgendwie, aber ich hab's nicht geschafft. Habe ich jetzt eigentlich Schaden bekommen dadurch? Oh, you're fucking serious. Glaub nicht. So, ich werde mich aber auch so ja, ausklinken. Okay. Ja, dankeschön. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Back away. Danke fürs Mitfahren. Genau. Alles gut. Bis dann. Tschö. Bis dann. Ciao. Turn back and help me, please, Daniel. Gang ihr her, die Leute beleidigen euch die Leute selber. Jetzt soll ich mir mit dem Schwertransport hier durchmogeln, ja? Also nochmal, alle Fahrten mal bitte weiter, ich halte ihn jetzt hier auf. Oder er ist schon weg, auch gut. Ja, wie denn? Dolek steht ja im Weg. Geil. Oh, warte. Ah, ich bin vorbei. Fahr vorbei. Ja, kann ich nicht, du bist auf meiner Spur. Okay, Finn, fahr weiter bitte. Ja, fahrt vorbei an mir. Ogi, fährt. Finn, was machst du? Ja, geh auf, Biker. Ich soll vorbei. Danke, Finn. Also ich fahr jetzt weiter hier. Was macht der denn einen jetzt? Hä? Der spielt doof und lässt keinen mitspielen. Ja, wahrscheinlich. Finn, was hast du vor? Hello! Was macht der da hinten? Der fährt da selber mit Absicht gegen die Wand? Tja, das ist einer, der will mit dem Kopf durch dieselbe. Ja, das ist ja auch der geht einer der Gup ein bisschen Ärger, der Gup andere Leute zum Rammen. Ja, hat er bei mir auch schon gemacht. Und bei mir auch. Wir haben 10,9% Anerkrankung gefühlt, ich gefragt, als Schwegbaukomm wegwerfen konnte. Ja, bei mir hat er das auch gerade versucht, aber findest du. Ich weiß noch, damals, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wo ich dann den gereportet habe, ja, und der ist bei uns im Spiel mitgefahren. Dann habe ich den reportet und noch ein Video hinterher geschickt. Und hat er sich im nächsten Stream beschwert.
Ja, deinetwegen kann ich jetzt eine Woche lang nicht mehr ETS fahren. Oh, sorry. Passiert. Nur eine Woche sind die Straßen sicher. Genau, so in etwa. Am besten wäre GoBaker Leute ein Leben lang Cracker IP Cook sperren. Permanente Sperren gibt's ja auch, aber dann kaufen die sich das Spiel neu, weil das kostet nur 5 Euro. Beziehungsweise machen sich einen neuen Steam-Account und kaufen sich das Spiel für 5 Euro und dann können sie wieder fahren. Das ist eigentlich. Aber hieß es nicht mal irgendwie, das geht auch über Internet-ID oder PC-ID oder so? Aber Gänger gibt mir kein Account anmeldet, gebannt, gebannt. Ja, okay, IP-Bann wäre noch die einzige Lösung. Meine ich doch. Aber dann wechselst du die IP, gehst mit einer VPN rein und kannst auch wieder spielen. Ja, das machst du auch nur einmal. Warte mal, ich geh mal Gas, von hinten kommt jemand. Oh, hier fährt ein Konvoi gerade auf der Straße. Ich lass ihn mal rauf. Ich glaube, der ist schneller als uns. Als wir. Das sind die von eben. Meinst du? Unten Sven und jemand anderes. Ja, die haben uns eben an der Maut überholt. Mhm. Seid ihr auf den Pappers drauf gefahren? Nee, ne? Der Typ, der hat auch eben versucht, den hinter uns zu rammen, ne? Ach Mann, das ist wieder lustig heute. So, es sind wieder Nachrichten da. Wie viele Leute sind auf dem TS-Server bei euch drauf jetzt? Achtung, aber vorhin waren es glaube ich 14, jetzt müssten es. Weiß nicht, wie viel sind wir denn jetzt noch? 11? 10? Bei 9? YouTube sind wir 7. Ne, bei in Teamspeak. Achso, das sehe ich nicht. Der hat glaube ich noch nichts gemacht. So, Lazio Stuttgart schreibt Grüße aus Stuttgart. Ja, schöne Grüße zurück. Keine Ahnung. Alle noch da, bis auf Andi und Gurke, ne? Oder ist Anja schon weg? Nee, Anja nein. Ist weg. Nein, Anja ist da. Anja, wie viele Leute sind für im TS? Warte. Eine ETS-Fahrt, die ist lustig. Eine ETS-Fahrt, die ist schön. Ey, die grüßen mich hier alle. Neun Leute sind wir noch, okay. Danke. So, und. Im TSC und auch schöne Grüße zurück an Pforzheim, lebt bra. Jakob ist irgendwie paralysierend. Aha. Der ist glaube ich weg. Und Vitali schreibt: Hi guys. Hi Vitali. Wow. Also ich fahr jetzt mal eben mit 90. Ich glaube die Rückfahrt jetzt, die ging etwas schneller, ne? Ist doch meistens so, das ist doch, wie soll ich sagen? Wenn du mit Auto hinfährst, ja? Die Hinfahrt ist immer, ja richtig, die Hinfahrt ist immer länger als die Rückfahrt. Ja, das stimmt. Ja, es sei denn, man kommt von Tanja und hängt dann in Höhe Remscheid, das zieht sich wie... Ja, ich muss auch sagen, die Fahrt nach Köln von mir aus, ne? Die fand ich auch viel länger als die Fahrt zurück. Okay. Kann ja, wir kommen vom Berger Maut. Ah ja, ich sehe schon. Ah, ich muss sagen, die Fahrt von Nala bis zu mir, die war natürlich ein bisschen anstrengender, weil Platzregen, Gewitter pur, ja, man hat kaum was gesehen. Die eine Seite war total verqualmt, weil ja der Waldbrand da war. Ich sollte vielleicht mal bremsen, ne? Bremsen. Sollten wir einfach mal hinter der Maut alle aufeinander warten. Sind wir nicht alle da? Wer ist denn alles jetzt hier? Joltanja ist da, Anjanka ist da, Klasitoi ist da, Dani ist da, Gaming for My Life ist da, SubCity ist da, Finn ist da. Und Tristan, die können ja jederzeit aufholen, die sind ja unbeladen. Ja. Wenn ich das richtig sehe. Doch, ich führe was bei mir, ich führe ein Auto, Ersatzreifen bei mir, Treibstoff führe ich mal bei mir. Okay. Führe ich bei mir, ich bin beladen. Du bist geladen, du bist sowas von. Au, wir verlassen Polen. Raus aus Polen. Tschüss, nix wie weg. Also, was mir fehlt, ist meine Tasche, mein Koffer fehlt, meine Kleidung fehlt, mein Internet, was? Deine Kleidung fehlt? Au. Das ist peinlich, wenn sie sogar deine Kleidung klauen, du bekommst es nicht mit. Ja, nackt im LKW sitzen, weißt du? Ja. Adios, amigo. Bye, bye, Polen. Adios, amigo. Genau. So, Philipp schreibt Hallo. Hi, Philipp. So, welchen Sinn hat dieses Spiel? Wer möchte es erklären? Von A nach B fahren.
Ja, von A nach B fahren, Frachten wegbringen, Geld verdienen. Anderen Spielern genau, fahren. Dann soll man in einer Spedition gehen und fragen, wie sie ihr Geld verdienen. Dann weiß er, was sind diese Spiele. Richtig, das ist ein komplettes Simulationsspiel. Das hier ist unsere Fracht, wenn ich jetzt die richtige Taste drücken würde. Eigentlich sollte man sich dabei konzentrieren, aber mit mehreren zu fahren, ist es einfach nur funny und man kann sich nicht mehr konzentrieren. Ja. Ich glaube, so habe ich es gut beschrieben, oder? Hat man eben bei der Kurve von Mannheim nach Kiel gesehen. Uli, da war gerade ein Reh, ich musste bremsen. Ja. So, was haben wir denn noch? Bonjour de Belgique. Hello. Bonjour. 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 Heißt es Belgier auf Englisch? Oh, Volvo Power an mir vorbei. Da ist Steffen. So. Hallo. Hans schreibt, und wie bekommt man von euch DTS-Daten? Einfach so, wie wir heißen, so wie unser Kanal heißt. Also klar sieht vor, wir einfach einen TS eingeben und dann bist du schon bei uns. Du findest uns, indem du einfach nur Klarsichtfolie eingibst. Sperrt ihr die Strecken ab? Oh Gott, Finn! Was denn? Was machst du da? Nicht mit der Leitplanke fremd gehen. Ach so, sorry, ja, wusste ich ja nicht. Ah, wer ist noch. Der startet nicht! Der startet nicht! Alter, sag doch, dass du quer stehst! Uli, wollen wir beide die Mentor machen? Was wollen wir? Wollen wir wieder zusammen F7 Enter machen? Mach mal F7 Enter, komm. Unser größtes Hobby. Ach, wie süß. Ja, ne? 100% ja. Schaden. Komm, lass uns mal entern, hä? Lass uns mal zusammen F7 machen. Ja, los. Ich stehe total auf F7. Jetzt weiß ich, warum die F6 nicht dafür genommen haben. Na, hast du auch Bock auf ein bisschen F7? Oh Mann, oh Mann. Oh boy, oh boy. Wollen wir mal die 6 machen? Was wäre denn 69 ausprobieren? Warum sagt mir keiner das jetzt hier, ne? Hallo! Ja, schöne Scheiße! Da kommt eine Kurve übrigens, Tanja. Ja, ich bin ja gespannt. Wir müssen hier so! Oh, verdammt! Und hier kommen irgendwelche Schilder. Drauf. Hoi, 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 hoi! Hast du die da hingelegt, die Schilder? Ey, guck mal, wo wir sind. Ach so. Guck mal, wo wir sind. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Oh, in Berlin. Ui. Oh, oh. Aufsteig, Hände hochsteig, wegrennen. Ja, Finn. Ich hab mich wieder hingestellt. Mhm. Bin nicht umgekippt. So, wir fahren jetzt auf die Stadtautobahn, auf die A10. Übrigens, Ausfahrt. Wir sind schon da. Das ist nicht, Ausfahrt, das ist Auffahrt auf die nächste Autobahn. Ja, stimmt. Kreuz. Voll. Genau, A10 müsste es jetzt sein. Ja, so, die A10. Oh, was das war richtig, oder? Was? Wohin, Finn? Stopp, alle bremsen. Geradeaus am besten. Genau. Ja, ich sehe das schon. Hier kommt jemand gerade auch durch eine Leitplanke gefahren, als der eben noch Geisterfahrer war. Der fährt quer auf der Straße rum. Ja, ne. Ernsthaft? Ja. Thanks, dude, thanks. Oh, man, oh, er hat sich bedankt. Vor allem ich. Please. Ja, im Kreis. Haben wir jetzt hier echt einen Geisterfahrer? Das war auf X, war? Ja, X gedrückt hat. Hallo! Please, please! Ich krieg kalte Füße, ich bin schwer beladen, Leute! Ich sehe hier niemanden. Das knallt, Uli, das knallt, das knallt, das knallt! Oder auch nicht. Siehst du, hat er sich bedankt, dass wir ihn raufgelassen haben, Steffen, ne? Das war gibt auch freundliche Leute. Jetzt wird er vom Gaming aufgebremst. Super, und jetzt nehme ich nicht. Also, Olli, ich bin hinter dir, aber ich sehe hier keinen Geisterfahrer. Hallihallo. Ich gehe auch keinen. Es war auch kein Geisterfahrer, der kam von der anderen Seite und ist durch die Leitplanken gefahren, um auf unsere Seite zu kommen. Au. Genau, der musste wenden. Ja, ich warte jetzt, mal, bis ihr alle durch seid. Kann ja paar Rückwerk. So, ich bin jetzt sehr langsam, weil wir eine Kreuzung kommen. Okay. Wir müssen ja vorne links abbiegen, ne? Upala! Ups! Oh. Der macht Gwinger! Upsi! Wie das von außen aussieht, Uli. Ja, Olli? Ja? Hätte er gerade mal gern ein kleines Problem? Was hast du für ein Problem? Okay. Ja, Olli kann mal einen Anhänger abkuppeln und... Kann man hier ein Foto machen? Warte mal, ich halte mal kurz an, mach mal Warnblinker an.
müsste dich theoretisch noch sehen. Wie das geht mit den Fotos. Ich komm mit der Kamera rüber. Ich fahr gerade mit der Kamera zu dir. Ich hoffe, ich sehe dich noch so weit. Uli, ich komm von hinten. Nein. Ne? Oh, bitte nicht, Finn. Ich komm von hinten. So, ich bin bei dir. Achtung, ja. 3, 2, ich hab die Füße 1, in der Luft. Und rabuff. Ach du Scheiße. Dein Sohn will von hinten kommen. Was? Dann hat er auf den Kopf gelegt, oder was? Der Daniel Nein. kann nicht weiterfahren, weil du blockierst. Ich weiß, Daniel, sorry. Ich lass mich mal eben und so. Wow. Du musst dich nicht abholen lassen. Was denn sonst? Daniel koppelt jetzt ab. Ja? Und fährt dir dann hinten in die Fracht rein. Okay. Kann ich machen. Ist mir egal. Da braucht er nicht abkoppeln. Ich komme dort hoch. Mach du. Aber sanft, ne? Dass sie nicht so viel Schaden bekommt auf dem Dach. Ja, also mit voller Karacho, ja. Nein, keine Sorge. Eigentlich ist das aber Finn sein Job. Finn kann das auch machen, wenn er will. Oh, der kann das. Kann ich jemand aufheben? Aber okay, Tristan, mach du mal, hau rein. Das sieht aus, scheiße. Kann mich mal jemand aufheben? Ich weiß nicht wie. Das sind über 50 Tonnen, die du jetzt anschubsen musst, ne? Ich weiß ja nicht mal, was da jetzt bei euch los ist. Wie weit seid ihr? Geige Mutter. Vorsicht, da kommen welche, die vorbei wollen. Okay. Wir können. Warte mal, ich lass sie mal vorbei. Ja. Geht nicht. Theoretisch kommen die vorbei, außer die wollen jetzt auch die Auffahrt runter. Ach du Scheiße. Nee, die wollen bis vorbei. Alles gut? No. Hallo. Aber ich glaube, Tristan, du musst mit voller Wucht dagegen fahren. Wo seid ihr? Irgendwo, nirgendwo. Soll ich mit voller Wucht gegenfahren? Ja, ich glaube, anders. Ist das schlimm, Tanja, wenn du Schaden bekommst auf deinem Dach? Daniel. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Dann nehmen wir Anlauf, Tristan. Oh Mann, Mann. Ja los, hau mir den Pulpis voll, bitte. Und das, was ihr jetzt gerade seht, ja, wir haben gerade über 120 Zuschauer. Tanja? Bitte nicht nachmachen. Ihr seht ja, was da Tanja, wir haben ja heute Zuschauerrekord, ne? Nur weil du hier quer stehst. Ja, super. Irgendeiner muss ja immer querschießen. Tanja, Tristan, was ist? Ab sofort unser neuer Publikumsliebling. So, gib Gas! Ja, ich geb die ganze Zeit. Au! Die kommen jetzt wahrscheinlich nur noch. Ich glaube, einmal musst du noch. Ja, ja ich bin aber offiziell nicht am Fahrzeug, also wir klaut mein Hänger. Mach nochmal, please. Ja, Finn, genau. Ja, okay. Ach, deiner ist schon Schrott. 80% Schaden? Ups! 100% Schaden? Wer bekommt dich da weg? Braucht ihr Hilfe? Finny, kannst du noch? Ja, ich komme. Ja, haut mal beide einmal rauf, zusammen am besten. Ja. Muss werden. Oh Gott! Bleibt mal da, wo ihr seid, ich fahr mal eben. Komm mal eben, ich erscheine mal eben zu euch. Wir haben Glück, dass keiner hier die Ausfahrt nehmen will, ne? Oh gut, ihr könnt die nächste nehmen. So. Vorsicht, es knallt gleich! Das ist ein Uli. Uli! Ja! Ja! Ja. Und nochmal einmal. Organ kommt, die kann ja da. Fressen, immer fressen. Gib's dir doch mal von hinten. Ja! Jawohl! Ich hab das nicht gesehen. Ja! Oh, ihr seid grandios. Dankeschön, wir immer den letzten Winkel kriegen, ja. Und was ist es geworden, LKW? Danke für. Das war geil aus. Ich wollte noch in der Letzte, ich wollte noch zur Rettung kommen. Oh mein Gott. Oh Mann. Da ist die Wand dran. Ach, wir müssen jetzt hier rein, ne? Ja. Alter.
Im Übrigen, ich hab noch den 9. Gang. Ich hab keinen 12. mehr, ich hab keinen 11. mehr, ich hab keinen 10. mehr, ich hab nur noch den 9. Gang. Oh Gott. Ich bin zu 80% im Arsch oder so. Dann kannst du ja weitergehen. Ja, noch 10 Kilometer. Dankeschön. So. Ich hab mir noch was abgegeben. Gute Besserung. Moment, Daniel, bremst. Ja. Oh Gott. Ihr seid so auf, kommt hier gerade. So auf, was meinst du damit? Ja. Norman schreibt, mal von der anderen Seite dagegen fahren. Ja, dann hat sie aber einen Komplettschaden und dann kann sie den Wagen nicht mehr weiterfahren, weil der 100% Schaden hat. Ja. Und mit solchen Motorfehlfunktionen ist es dann auch doof zu fahren. Ja, hab ich gerade. Also von hinten macht schon am meisten Sinn. Ja. Oh, ich danke euch. Gut, dass wir jetzt am Ziel sind. Mann, ich höre es wirklich an. Ups. Geht noch weiter. Super. Vorsicht! Gelb in andere Richtung. Hab ich aber gut reagiert, oder? Wenigstens einmal. Ich glaube, meine Ecke ist kaputt. Warte mal, ey Leute, mein Auflieger hat trotzdem noch 3% Schaden, obwohl der vorher auch 3% Schaden hat. Das ist aber normal. Echt? Es kommt immer drauf an, ob du den Schaden verursachst oder ob dir andere den Schaden verursachen. Wenn du stehst und ein anderer haut dir Schaden rein, dann passiert nichts. Oh, das wusste ich nicht. Oh, es tut mir leid. Nein. Fuck. Ach, Steffen steht da schon. Ja. Ja. Ja, ich mach Raucherpause. Oh mein Gott. Ich glaub von hinten. Finn? Ja, ich bin gerade von bei Uli von hinten gekommen und so. So ne Mann, das reicht. Der Scheiß. Meinst du nicht, dass ich ein bisschen zu alt für dich bin? Erscheine bitte einmal im Wohnzimmer, fahr mir mein LKW. Jetzt hätte er kommen müssen, auf alten Schiffen lernt man. Ich kenne dich sogar ein bisschen leben. Oh, Finn! Ja? Dein LKW kriegt aber gekupfert. Hä? Ja. Du hast doch ein LKW. Und ich geh auf einmal den Bogen an. Du weißt doch, junge Männer sind. Ja, den kann man doch was beibringen, ich weiß. Guck dir mal an! Bleib so stehen! Der Blau muss wegfahren! Der Blau muss weg! Das krieg ich jetzt okay, ich weiß nicht. Sieht ja mal pervers aus. Ach du Scheiße. Oh, ich müsste mal was schreien, da. Warte, nein, geh weg da! Ach du Heilige. Warte. So. Also, Finn, ich warte auf dich, ja? Fahr mal weiter zurück. Ja, weiter. Jetzt power. So. Power. Ich krieg dir da, glaub ich, nicht raus. Es hat immer so ein Jahr. Obwohl, warte mal, Gaming, fahr mal auf diesen Hof rein. Und da hast du mehr Anschwung. Dann hast du mehr Schwung. Nächster Person aus der Panne. Da muss der als Pannenhelfer bewerben. ADAC, das lässt grüßen. Ja. Ob der ADAC bei sowas auch noch helfen kann, ich weiß ja nicht. Och, die Farbe vom ADAC hat er ja schon fast. Der kommt da nicht rum, das geht nicht. So, ja. Wie sieht's denn aus? Moin, ihr alle. Moin, Herbert. So. Moin. Wem fehlt was im Kopf? So, Nietzsche schreibt: Habt ihr Zeit für Kinder? Was? Ja, doch, der kommt rum. Locker kommt er rum. Warum könnt ihr alle nicht richtig schreiben? Was? So, hi, Thomas. So. Auf den Einparken. Ja, sie steht die ganze Zeit, sie blockiert die ganze Zeit die Auffahrt, weil sie auf dich wartet. Ja. So, dann gucken wir jetzt nochmal zu, wie Tanja einparkt, obwohl genau, das eigentlich findest. Und dann sind wir durch für heute tatsächlich.
Oh, Report 1802 Wex. Ja, was soll das denn heißen? 1802 ist Finn. Finn wird reported? Geht auch so mit dem Chat, ja. Was ist mit Finn seinem LKW los? Ist der im Boden versunken? Ich glaube, dass ich bei dem Abstimmung kriegt sich da nicht raus. Finn, die reporten dich alle, ne? Warum? Weil er im Boden verbuggt ist und sich nicht abschleppen lässt. Und das kann theoretisch bedeuten, dass er sogar gebannt wird vom Server. Wegen Blocken. Finn. Warum? Weil er im Boden verbuggt ist. Und weil du im Boden verbuggt bist, meinte Andi gerade, könnte es sogar sein, dass du da gebannt wirst. Andi meinte das? Entschuldigung, Olli. Weil die reporten hier schon ein paar Leute. Warte mal. Dein LKW mal gerade an der Seite fahren, Finn? Geht nicht, der ist im Boden drin. So, drin. Ah, der liegt. Genau, F7 Enter müsste gemacht werden. Okay. Alter, schon wieder ist da jemand, der da. Die nächste Person, die reportet. Ah, die versuchen alle rumzufahren um Finn. Also wäre cool, wenn Finn. Ja, jetzt, super. So, wieder da. Ja, danke. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, ne, dass alles von ihm eigentlich im Boden war, außer sein Arsch. Ja, ich hab das gesehen. Hallo. Nee, weil Steffen hat es, glaube ich, gesagt, haben einige Leute schon geschrieben, Report Nummer so und so. Und das war halt Finn? Ja, hier der Supershow hat das geschrieben gehabt. Meinst du, der hat geportet oder reported oder nicht? Es kann sogar sein, dass noch andere reportet haben. Es passiert nicht wirklich viel, solange da nicht irgendwas per Videobeweis und so weiterhin geschickt wird. Und dafür sind die meisten Leute wieder zu faul. Der LKW sah schon schön aus mit uns. Guten Morgen, Marlene! Dann lassen wir mal beide F7 Enter machen. So, Martin schreibt, was geht? Ja, nicht mehr viel. Ich hab mich eingeparkt, ja. Aber hier. Ah, doch. Hier runter. Entschuldigung. Gegen Pink. Oh Mann. Der Wolf hat alles verdorben. Digga, runter gegen Pink gemeldet hat, der runter hat einer gekrimmt, der hat ihr geweiht, der YouTube. Guck mal, der blaue Ecke wieder alles verdorben. Uli. Ja? Sag mal, kannst du kurz rausfahren oder schlecht? Ich bin gerade in der Werkstatt. Wo fahren wir jetzt hin? Also ich kaufe mir jetzt erstmal eine Garage. Ich schäme mich gerade, dass ich in Berlin noch gar keine habe. Ist halt nur Berlin, ist ne? Ist noch alles ausgegraut. Das kannst du so nicht sagen. Wir können das im Fernsehturm fahren, der ist da vorne. Ups, sorry, ich will zum Alex. Ah, ich komme da gar nicht durch. Entschuldigung. Wieso komme ich nicht zum Alex durch? Sieht gut aus. Warte mal, ich mach mal meinen LKW nochmal auf Pier. Auf jo, fahr einfach ohne zu gucken raus. Das hätte ja ich sein können. Dann sieht's noch besser aus. So, Finn, wo bist du? Moment, bei der Werkstatt noch? Du bist bei der Garage vorbeigefahren, ne? Ich weiß, ich will erst zur Werkstatt. Hast du deinen jetzt doch länger gemacht? Ja. Ach, das war gar nicht die Werkstatt, oder? Mann, jetzt kommen die ganzen weißen LKW. Doch, das ist die Werkstatt, wo du drauf bist. Okay, ja, ich seh's gerade. Also Olli, war's für heute oder? So, ja, das war's für heute. Okay. Ah cool, ich bedanke mich erstmal für alle, die mitgefahren sind bei meinem Geburtstagsstream sozusagen. Ja. Immer gerne. Ja. War nett. Ja. Also, wir waren sogar ein paar mehr Leute als sonst, ne? Mhm. Dann sehr viel Spaß gemacht. Oh ja. Oh ja. So, ich parke jetzt einfach mal hier. Fotos haben wir schon gemacht. Genau. Ja, gut, dann stelle ich mich mal eben dazu. Marlene fragt, hast du dir gestern meine Snaps angeschaut? Natürlich. Besonders deine Videos. Aber du siehst doch, was ich mir angeschaut habe, Marlene. So. Ja gut, wir haben zwar noch an die 100 Zuschauer bei Facebook, aber wenn ihr nicht weggeht, dann müssen wir halt weggehen, weil irgendjemand muss hier nachgehen. Ich würde dann sagen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Ist ja nicht mehr lange, 20 Minuten noch. Und ja, wir sind dann morgen Vormittag wieder live mit Train Simulator. Dann fahren wir eine Tour von
von Leipzig nach Berlin-Gesundbrunn, wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht, ob es die Tour sein wird. Mal gucken. Euch einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao, ciao. Tschüss.